Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem sensationellen Jahresrückblick, was im Kino alles gelaufen ist in 2017. Darüber werden wir uns gleich hier unterhalten, natürlich nur bei Kino Plus. Ich freue mich drauf und es wird hart zur Sache gehen. Stark. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Ah. Welcher Film anfangen? Ah, Jingle Bell Rock, keine Ahnung. Haben wir gerade gesehen. Ja. Ich wollte das echt sagen. Ja, aber der erste oder der wo das dann so hier von... Wo ist so plötzlich so, die Musik ist erst schön, wir fliegen über die Stadt bei Nacht und dann landen wir auf diesem Hochhaus, weißt du, wo das Mädel gerade auf Droge ist und dann den Selbstmord begeht. Ach so. Ja, aber war bei Die Hard nicht auch irgendein Weihnachtslied am Anfang? Ja, Let It Snow, glaube ich, war Let It Snow, ja. Und damit herzlich willkommen zur Jahresabschlusssendung von Kino Plus, die letzte Folge für dieses Jahr. Und Wahnsinn. Wir haben ganz fantastische Gäste. Andreas Bardet, Etienne Gade und natürlich der Ehrengast, der jetzt wirklich zur Tradition geworden ist. Der Weihnachtsmann. Steven Gätchen, ja. Geil. Hast dich uns mal wieder angeschlossen. Ich freue mich, danke. Sehr unser Mann in Hollywood. Genau, unser Mann in Hollywood. Unser Mann in Hollywood, okay, danke euch. Also, aber ich freue mich, hier zu sein. Ja, Steven, ja. Was hast du als letztes gesehen? Als letztes im Kino? Ja. Yeah. Oh, warte mal. Oder egal. Jumanji. Nicht Kino, irgendwas. Was hast du? Irgendwas. Achso, ich habe mir jetzt die letzten Folgen von Dark nochmal reingepfiffen. Weil ich hatte die als, die haben sie mir geschickt, weil ich die Premiere gemacht habe. Und da habe ich die auf dem Computer geguckt. Das ist ein bisschen ungeil. Ich bin noch mittendrin. Und ich habe mir das jetzt nochmal, die letzten beiden Folgen... auf dem Fernseher angeguckt, also einfach mal ein bisschen größer. Also ich will ja nicht spoilern, ja, bist du beeindruckt für eine deutsche Serie? Ah, da war der Satz. Ja, cool. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe mich mit Baran und mit Janche relativ lange auch unterhalten bei der Premiere. Und ich finde die Herangehensweise, die Netflix hat, was die Serienproduktion angeht, super. Also die Philosophie, die dahinter steht, ist ja, ihr habt eine Idee, ihr pitcht die uns, wir finden sie gut, wir geben euch das Budget und ihr macht es so, wie ihr wollt. Also Baran und Janci haben gesagt, während der Dreharbeiten, 120 Tage haben sie gedreht, war kein einziger von Netflix da und hat denen gesagt, was sie anders machen müssen. Keine redaktionelle Einmischung von deren Seite? Überhaupt nicht. Also sie haben gesagt, sie hatten komplette kreative Freiheit. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde die Serie wirklich gut. Also ich finde sie wirklich gut, weil das hättest du nirgendwo im deutschen Fernsehen jemals gesehen. Also es hätte keine Finanzierung irgendwo bekommen. Insofern finde ich es klasse. Und ich jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ist der erste richtige Schritt. Ja. Weißt du? Also vielleicht ist es nicht der perfekte erste Schritt, aber wenn du dir die Flut an amerikanischen Serien mal anguckst, das ist jetzt die erste deutsche. Jetzt kommt die zweite hier von Christian Alward. Babylon Berlin ist ja auch so eine Monsterproduktion. Also zumindest kann man ja sagen, wir haben genug kreatives Potenzial hierzulande. Schauspieler, Produzenten, also Kirin Berg, Max Wiedemann, die machen geile Sachen. Ja. Also ich meine, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube, das ist der richtige Schritt. Und ich fand die Serie wirklich gut. Also vom Look her, vom Feeling her, vielleicht an einigen Stellen ein bisschen zu verkopft. Ne? Aber ich fand sie gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nee, ich bin noch nicht so weit. Sehe ich wirklich vollkommen ähnlich. Ich bin auch mittendrin. Ich kann eigentlich noch kein abschließendes Urteil haben. Aber was ich ganz lustig finde, ist, ich fand manchmal so die Dialoge so ein bisschen hölzern. Das war mir noch so ein bisschen zu sehr overacting, wie man es halt manchmal auch aus Deutschland so kennt. Ich habe dann aus Gag habe ich mal auf Englisch gestellt. Was man, normalerweise macht man es ja immer umgekehrt eher. Und hab mir das angeguckt. Das ist ja geil, wie und die haben das halt komplett auf Englisch synchronisiert. Ach so, und dann wird die Serie halt, klar, man merkt, dass die Amis, sage ich mal, in Sachen Synchron eher in den Entwicklungsländer, würdest du sagen. Ne? Ja, in den Kinderschuhen stecken. Aber das wirkt schon dann komplett anders. Ne? Also das, so müssen sich die Amis dann fühlen, wenn sie ihre deutschen Synchronstimmen sehen. Hat aber, also es wirkt wirklich komplett anders, weil die ganzen Charaktere haben andere Stimmen und bringen dann halt diese amerikanische Drama hin, aber es funktioniert tatsächlich. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Amerikaner das auf Englisch gucken und die Chloe Grace Moretz hat ja sogar getweetet, dass es irgendwie ihre Lieblingsserie gerade ist oder so. Gibt diverse Prominente aus Amerika auch. Und das heißt, die gucken dann eine deutsche Serie auf Englisch, weiß ich nicht. Aber das ist doch geil. Ist doch irgendwie schon... Die haben halt nicht so den ganzen Background, ne? Also ich meine, die leben seit Jahren mit, sag ich mal, Pulp Entertainment so und wir halt eben nicht.
Und wir machen uns da noch tausend Gedanken drüber so, und die sagen sich einfach, oh ja, guck mal, ist eine coole Serie aus Deutschland. So, genau, oder? Und genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist wegweisend. Ne? Also und ich finde deswegen, also ich finde, Baran ist auch ein geiler, ich meine, der hat ja auch einen Film, der dieses Jahr, sag ich mal, 2017er Sleepless. Aber der war nicht gut. Nein, aber er kann, also er kann inszenieren, ne? Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Das finde ich super. Jantje kann super schreiben. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es der richtige Schritt. Ich kann verstehen, wenn einige Leute kritisieren, aber mir geht's, also ich weiß, es geht euch ja bestimmt so, mir geht's so auf den Sack. Es wird immer alles immer erstmal völlig auseinandergerupft, ne? Ohne dass mal jemand guckt auf den Kern, was da eigentlich dahinter steckt. Und das finde ich cool. Die Entstehungsgeschichte, was sie gemacht haben. Und ich meine, das ist echt ein Riesending. Ne? Und 110 Länder oder was, 110 Millionen Menschen können sich, also am Ende des Tages zählt eigentlich nur, macht es dir Spaß zu gucken. Genau. Ne? Ja, ja, das ist letztendlich, also mich persönlich interessiert dann gar nicht so. Ich finde, kann das respektieren, dass da hohe Budgets und Kreativität und so, am Ende des Tages muss aber... Ja, ja, klar. Weil der Film letztendlich, wenn der da auf Netflix ist, bettelt sich halt international. Ne? Also wenn du als Zuschauer... Also als Konsument Netflix anmachst, dann sagst du ja nicht, ich gucke heute nur die deutschen Serien, sondern du hast dann die Wahl zwischen tausenden von englischen Formaten und Dark. Und dann interessiert mich auch nicht, ob Dark das Premierenwerk von dem Regisseur ist oder so. Das kann ich als Filmkritiker, kann ich das so in meinem Kopf bewerten, aber als Konsument interessiert mich nur, ob die Serie funktioniert und mir Spaß macht. Absolut. Und ich muss sagen, da gab es bei Dark immer wieder Sachen, wo ich gesagt habe, na, war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich wollte auch immer wissen, wie es weitergeht. Also ich bin immer, wie gesagt, ich bin noch mittendrin und Rätsel auch und es interessiert mich und das ist ja eigentlich letztendlich dann das, was du dir erhoffst von der Serie. Ne? Aber ich finde die Vergleiche so komisch, ne? Im Vorwege so das deutsche Stranger Things und so. Wo ich dachte, total hast du Stranger Things gesehen und Dark? Also hast du das mal miteinander verglichen? Ja, vor allen Dingen Stranger Things ist ja selber ein Konglomerat an Zitaten von anderen Serien. Insofern ist das ja auch ein Vorwurf, also, der dann nicht ganz fair ist. Ja. Ja, wir wollen aber wissen, welche Filme uns unterhalten haben, uns begeistert haben und eine gute Zeit im Kino gebracht haben, ne? In diesem Jahr 2017. Und wir haben hier mal einen kleinen Supercut zusammengestellt. Den werden wir uns jetzt zeigen hier mit so, sag ich mal, den Highlights, Lowlights, wer weiß es, aus diesem Jahr. Und danach gehen wir en Detail durch, was uns am besten gefallen hat, was unsere 10 Filme sind aus dem Kinojahr 2017 Deutschland. Das wollen wir noch mal kurz sagen. Also deutscher Kinostart. Ja, also wir haben jetzt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, Netflix-Filme oder DVD-Starts mit reinzunehmen. Oh, das habe ich gleich gemacht. Habe ich gemacht. Ach, ja, aber okay, gut. Aber hast du denn so viele DVD-Starts, Direct-to-DVD-Starts, wo du sagen würdest, ey, das war auf jeden Fall Sinn? Nee. Also der Großteil ist für mich berechtigt, Direct-to-DVD. Deswegen, also wir konzentrieren uns. Ja, genau. Also wir konzentrieren uns auf alles. 28 Filme. Wir konzentrieren uns auf alles, was 2017 in Deutschland gestartet ist. Und davon gibt's jetzt hier einen kleinen Auszug. Alles andere bringt nichts. Mensch wird krank, Affe wird klug. Jetzt mach, spring endlich! Was denn, was muss da, was das denn bedeuten? Da reicht er ihr die Hand da, der Kylo Ren. Wieso, aber er hat doch eben Ryan Gosling die Hand gereicht. Ryan Gosling war es.
Aber das klären wir gleich nach der Werbung. Hier geht's schon wieder, hier wird schon heiß diskutiert. Eieiei. So, meine lieben Freunde. Wenn ihr wüsstet, was während der Werbepause hier passiert, ja, das wir euch wieder vorenthalten. Schon wieder so eine ganze Liste ändern. Ja, so, wir werden jetzt erstmal Januar, Februar und März durchgehen. Und ich versuche mal so ein bisschen zu überreißen, was im Januar, Februar, März für herausragende Filme unter anderem im Kino waren. Und ja, wenn einer den auf der Liste hat, soll er dann hier schreien oder was? Genau. Man muss jetzt dazu sagen, Januar, Februar, März war ja nun mal die Oscar-Zeit. Da sind dann halt auch die Oscar-Filme bei uns aufgetaucht, wie zum Beispiel La La Land und Manchester by the Sea. Nee, Quatsch, ist gar nicht. Dann kam auch noch Moonlight, genau, der war auch noch. Moonlight ist bei mir aktuell tatsächlich auf 1. Auf 1? Echt? Ja. Das finde ich. Also ich habe mein Ranking gar nicht jetzt gerankt. Ja, ich habe die Top 10 vollgeballert. Das war so nach Gefühl, jetzt aber jetzt gucke ich mit irgendwie 2 Tagen Abstand drauf und denke so, ah, stimmt, eigentlich ist es schon. Wenn es euch leichter fällt, können wir einfach sagen, pass auf, ihr stellt oder ihr sagt oder ihr nennt die 10 Filme, die man 2017 im Kino gesehen haben sollte, beziehungsweise die euch 2017 im Kino eine sehr gute Kamera haben. Dann lass doch einmal durchgehen, jeder seinen 10er, jeder seinen 9er und dann gehen wir die Liste durch. Dann hat man es einmal gesagt und muss nicht immer. Nee, kann ich nicht. Ich habe eine 28er Top 10 Liste. Okay. Ach, du Scheiße. Ja, La La Land, Manchester by the Sea und Moonlight, das waren so die Oscar-Kandidaten. Jackie war dann auch noch dabei. Den habe ich ja nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Den habe ich gesehen. Also ich hätte ihn so anstrengend, wie ich denke, wie er ist. Er ist schon anstrengend, aber ich fand ihn auch interessant. Also und vor allem, er war gut gespielt. Ihre Performance war super gespielt. Performance ist echt eine geile Schauspielerin, aber ich mag die Tante nicht. Nee? Tatsächlich? Gab es irgendeinen Auslöser? Ja, weil ich meine, nach Leon mochten wir, haben wir die alle. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber ich finde, das ist so eine unfassbare Zicke. Das färbt sich dann bei mir immer aufs Gucken. Hast du da eine Erfahrung mit ihr gehabt? Oder ja, was? Die ist einfach, die ist so komplett ferngesteuert und so überhaupt nicht mehr flexibel. Ich glaube, das ist das große Problem, worüber wir auch gesprochen haben. Ne? Dieses in diesem goldenen Käfig existieren, in dieser Bubble und dann so gedrillt werden, das ist ja fast wie beim Fußballspieler. Ne? Du kannst ja nach einem Fußballspiel jeden Fußballspieler fragen, und wie war es? Ja, es war eine super Leistung der Mannschaft, wir haben leider verloren, aber es war super. Und du denkst, wir schauen auf nächstes Spiel und rote Karte. Also die lässt sich nicht an dich ran quasi. Ja, und das finde ich einfach problematisch. Also ich finde es ja so und so ganz spannend, diesen Unterschied zu sehen, ne? wie internationale Stars in Europa agieren. Da kann der Schreck genauso ein Lied von singen wie ich und wie sie dann in den USA sind. Ne? Also auch bei Justice League können wir nachher alles drüber schnacken. Aber ich fand sie auch super. Ich finde, das hat sie toll gemacht. Die hatte die Rolle echt verinnerlicht. Mhm. Und ich finde, da sieht man auch Jackie Kennedy mal, finde ich, in einem anderen Licht. Ja. Das ist toll an dem Film. Den Score fand ich so gnadenlos gut. Ey. Ist das nicht auch dieser Johansson wieder? Das ist eine Dame. Ich fand ihn ein bisschen anstrengend. Das war ja so die ganze Zeit so ein durchgehender... So verstörender Score war das, ne? Ein richtig verstörender Score. Das fand ich eine geile Entscheidung. Ich fand den echt saugeil. Ja, vor allen Dingen, guck dir immer die Bilder an. Ne? Und ich finde, beim Biopic musst du ja auch ein Gefühl entwickeln zu der Figur, die durch eine Schauspielern dargestellt wird, die ja logischerweise nicht die Figur ist. Und da verschmilzt, finde ich, also vergisst du total, dass die das spielt. Ne? Kommt uns natürlich auch zugute, dass wir nicht so mit der echten Jackie Kennedy konditioniert wurden. Also wenn wir 10 Jahre älter wären, wäre sie noch so quasi ein Thema gewesen. Stimmt. Man weiß, man kennt sie. Aber trotzdem, ich habe auch das Gefühl, allein sprachlich, ich habe den jetzt nicht gesehen, aber ich kenne halt Ausschnitte und Szenen davon. Und rein sprachlich, wie die ihre Stimme verändert hat und die Ausdrucksweise ist schon beeindruckend. Aber das ist genau das, was Etienne auch gesagt hat vorhin, ne? Diese Leichtigkeit, die manchmal in deutschen Filmen und Dialogen fehlt. Es gibt kaum einen ausländischen Film, und da beziehe ich die Franzosen mit an, die Engländer oder Amerikaner, wo mir das übel aufstößt. Mhm. Auch die Interaktion mit Kindern und Erwachsenen finde ich da ja auch immer unfassbar. Mhm. Ne, also Moonlight zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das an der Ausbildung teilweise liegt. Also klar, bei Kindern ist es wahrscheinlich einfach irgendwie auch eine Talentsache, aber ich glaube, dass ganz viel auch, also ich kenne mich jetzt nicht so krass aus, wie Schauspieler ausgebildet werden in Deutschland, aber ich glaube einfach, dass das hier auch noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen steckt, verglichen mit
zum Beispiel in Amerika, wo du ja schon in der Schule, sag ich mal, gefördert wirst, als Kind schon in Schauspielunterricht gehst. In der Schule wird es ja schon ganz anders gefördert als hier in Deutschland. Ja, und auch dass das Showbusiness ja ganz anders praktiziert und konditioniert wird. Ne? Weil die werden ja von klein auf, ja, ich meine, guck dir diese ganzen kleinen Misswahlen an, so, ne? Was sie da. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich, ist glaube ich, weniger die Ausbildung in der Schule, als vielmehr, dass es da ein größeres Potenzial an Eltern gibt, die einfach Bock haben, aus ihren Kindern was Großes zu machen. Ja. Und sie von klein auf. Und die Unterhaltung ist einfach was Cooles. Ne? Mhm. Also Entertainment ist was Geiles. Ja, ja. Bei uns ist ja Unterhaltung immer so ein bisschen so die kleine Scheißschwester von der gehobenen, sag ich mal, dem gehobenen kulturellen Anspruch. Ne? Also und du wirst ja immer noch belächelt, wenn heute ein Kind sagt, ich will Schauspieler werden, wird es immer noch nicht, glaube ich, so ernst genommen. Also wird keiner, wenn es sagt, ich werde Anwalt oder deutsches Elternteil wird wahrscheinlich sagen, ja, naja, du kannst darüber reden. So, sowas klein. Wie, du bist Raumf- ja. Ich will Raumfahrer werden. Kannst ja mal so einen Kurs machen, aber das Studium wird abgeschlossen. Genau. Genau. So, ne? Aber wir driften ab, ne? Genau, ja. Also sollen wir jetzt mal kurz sagen, wer von, also ich hatte, pass auf, wie gesagt, Moonlight, hast du gerade La La Land gesagt? Ja. Es ist komisch, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher mit dem Abstand, was ich über La La Land denke. Ich weiß, dass ich ihn in unterhaltsam fand, dass er mich wirklich sehr berührt hat am Ende, was mich sehr überrascht hat, weil ich wie viele andere Leute im Vorfeld gesagt haben, tut mir leid, aber dieses Thema Musical ist einfach überhaupt nicht meins. Und ich weiß, dass ich positiv überrascht rausging und sagte, wow, cooler Film. Mit Abstand habe ich Lust, den nochmal zu sehen. Das ist für mich so ein bisschen auch so ein Merkmal, dass ich den Film wirklich super fand. Ja? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich einen Film toll fand, denke ich so, also zum Beispiel als Gegenbeispiel Whiplash. Mhm. Der Film ist fertig, nicht so, Alter, ich kann den gleich direkt nochmal machen. Ich könnte ihn jetzt sofort noch einmal gucken. Ja? Ja. Das war ein Klassiker, ne? Das ist für mich, nee, aber ich finde das ganz spannend, ne? Also, früher war das für mich auch ein ganz wichtiger Kritikpunkt, kann ich ihn mir direkt nochmal angucken. Mhm. Aber für mich muss ein Film mich in der Sekunde, in der ich mir den angucke, total reinziehen und das muss gar nicht danach bedeuten, dass ich ihn nochmal sehen muss, damit er gut ist. Das ist nicht ein grundsätzlicher Punkt, aber ich finde, das hilft mir nochmal zu verstehen, wie ich dazu stehe. Aber ich finde, La La Land ist zum Beispiel kein Film, den man nochmal gucken muss. Ich kann. Oder kann. Aber ich würde sagen, es kommt auch ein bisschen aufs Genre an. Zum Beispiel bei Unterhaltungsfilmen würde ich dem Andi zustimmen, wenn man den dann nochmal gucken kann, ist ein gutes Zeichen für eine Comedy oder so. Okay, aber bei zum Beispiel, auch nicht dran genau, machen, aber ja. Zum Beispiel 21 Grams ja, ist so ein Film, den ich absolut feier, ein toller Film, aber eigentlich will ich den nie wieder sehen, weil der mich so fertig macht einfach. Oder auch Schindlers Liste könnte ich genauso nennen. Ja? Also es gibt so Filme. Den habe ich heute tatsächlich schon mehrfach. Ich habe den aber über einen Zeitraum von wahrscheinlich 15, 20 Jahren hast du den dann zweimal gesehen, während es andere Filme gibt, die gehen einfach leichter. Und La La Land zähl ich auch dazu. Das ist ein Film, den kannst du theoretisch einmal im Jahr reinhauen. So. Aber ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, heute machen wir wieder Schindlers Liste-Abend oder 21 Grams-Abend. Kommt mal alle zusammen, wir haben eine richtig gute Zeit. Nee. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aufs Genre an. Aber ich habe La La Land zum Beispiel ist bei mir die Nummer 3. Also ich habe La La Land nur in der erweiterten Liste. Ich habe so eine, ich hatte nicht so, und da gebe ich dir recht, Eddie, ich habe natürlich viel mehr gesehen. Dementsprechend konnte ich auch leichter Filme finden, die im Jahr 2017, sage ich mal, bei mir in einer Top-Liste landen würden. Ich habe jetzt grob geschätzt, ich habe mich runtergebrochen auf 25. Und La La Land, Manchester by the Sea und Moonlight, die hatte ich alle letztes Jahr in meiner Top-10-Liste, weil ich die letztes Jahr schon gesehen habe. Die würde ich aber trotzdem dieses Jahr in die erweiterte Liste mit reinpacken, so, ja, weil das halt gute Filme sind. Ich habe die auch letztes Jahr schon in meiner Liste. Ja, ja, deswegen. Aber halt von den Kinostarts 2017 sind das auf jeden Fall Filme, die man sagen kann, wo man sagen kann, ey, die waren also gut. Ich würde gerne meine Lanze brechen, weil ich habe ihn auf Platz 3 für La La Land, weil ich muss sagen, es ist zum einen ein absoluter Feel-Good-Movie von der ersten, bis fast zur letzten Minute, ohne jetzt spoilen zu wollen. Hat der mich total verzaubert. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Musical-Fan oder so, aber habe aber auch nichts dagegen, wenn Leute singen und tanzen, wenn das irgendwie funktioniert einfach, ja. Mhm. Und ich fand einfach, Emma Stone und Ryan Gosling haben so eine geile Chemie miteinander. Mhm. Ich fand das Setting irgendwie erfrischend. Es war nicht so eine klassische Liebesgeschichte irgendwie, sondern es wurde auch immer wieder mit dieser Erwartungshaltung, kriegen sie sich nicht, gespielt. Es waren tolle Gags dabei, es waren aber auch Themen drinne, wie zum Beispiel diese ganze Audition-Geschichte, also wie ist es als struggling Actor in Hollywood. Das hat mich dann auch auf einer anderen Ebene wiederum mitgenommen. Und dann auch mit dem überraschenden Ende, hat das dann für mich das zu einem ganz runden Ding werden lassen, was eigentlich alles für einen großen Hollywood-Film hat. Es hatte Herz, es hatte Humor, es hatte tolle Musik, es hatte richtig
so Gänsehautmomente, wo du auch einfach mal, ich bin ja auch der Typ, der hier am meisten Chickflicks und so guckt, und ich habe ja so einen Softspot für Romantik, wenn sie nicht zu kitschig ist, ja. Und ich fand, da hat der immer die richtigen Töne getroffen. Und ich mag den total gerne. Ist für mich, wie gesagt, deshalb auf Platz 3. Nee, ich kann das absolut unterschreiben. Nämlich im Nachhinein fand ich andere besser. So. Ich aber in der erweiterten Liste ist er natürlich auch. Ja, ja, und ich finde vor allen Dingen, wenn man sich das nochmal überlegt, was ich so geil dann finde, das ist für mich ein Film, warum ich Kino geil finde. Ja, ja, das bei den musst natürlich du auf der großen Leinwand, finde ich, sehen. Ne? Ich finde genial, dass der Chazelle die Möglichkeit gekriegt hat, das zu machen. Ich finde auch cool, dass Gosling und Stone sich da auch reingekniet haben. Ne? Und ich finde, das finde ich nämlich sympathisch an dem Film. Der ist nicht perfekt, ne? Also in jeder Choreografie und in jedem Gesang. So, der hat diese sympathische, natürliche Fehlerquelle. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Der Film wird nicht funktionieren, wenn die beiden perfekte Sänger wären. Dann würdest du ihn angucken und sagen, das ist zu viel. Und so haben die viel mehr Sympathien auch entwickelt. Genau. Das ist so ein bisschen wie du und ich, ne? Als würden du und ich da singen, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Nee, genau. Also du hast eine Sympathie. Das würde ich mir auch angucken. Ja. Also das finde ich super. Aber nochmal, um auf die Musik angesprochen zu werden, das finde ich total toll, dass du das sagst. Weil die Musik ist super im Kontext des Films, aber es ist total spannend. Die gehen ja auf La La Land Konzerttour, wo sie die Songs von La La Land spielen, und das läuft überhaupt nicht. Ach was, echt? Ja, also die verkaufen wenig Tickets, und das liegt daran, das sagen die Veranstalter im Nachhinein selber. Weil es nicht Ryan Gosling ist. Nein, weil du die Bilder brauchst. Ja. Du brauchst die Bilder und für die Musik. Und das unterschätzt ist nicht diese bunten, gut choreografierten. Und die kleinen Details, und dann guckst du, ne? Oder halt, und die Kamera vor allem auch. Ja. Oder halt, wie willst du es denn irgendwie darstellen, wenn die da an diesem Planetarium sind und dann in die Luft tanzen? So. Also ich meine, das ist eine Szene. Das kannst du ja im Musical locker machen. Ja, aber ich sag mal so, das ist halt aber einfach Kino, das ist ein Kinomoment. Genau. Ich glaube aber auch trotzdem, das hängt auch mit Gosling und der Clint. Ja, glaube ich auch. Ich würde noch mal kurz ein bisschen abreißen, was sonst so im Januar, Februar, März glauben sind. Aber kann ich da einmal ganz kurz reingrätschen? Weil du hast Moonlight auf deinem Einser, ne? Ja. Also, ich meine, Moonlight muss man ja einmal ansprechen, der vertauschte Briefumschlag, ne? Auch wenn das jetzt 100-mal durchgekaut wurde. Aber, also, wenn er bei dir auf der Eins ist, ist er berechtigt ja für dich auch ein Oscar-bester Film. Das weiß ich, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber ich weiß nur, das ist der Film, der für mich persönlich, der hat mich von vorne bis hinten berührt. Das ist auch natürlich eine Welt, die mich interessiert grundsätzlich, in Anführungsstrichen diese ein bisschen ghettoartige Welt. Das ist dann so umgedreht quasi, also dass man so ein Drama in diese Welt packt. Das sind zwei Welten, die mich halt total berühren. Ich fand den einfach von vorne bis hinten völlig. Ich habe ihn auf zwei. Ja, tatsächlich. Meine Nummer zwei. Der hat mich einfach mitgenommen, und das, und darüber hinaus noch macht er halt was Besonderes, was selten vorher gemacht worden ist. Eine schwule, schwarze Geschichte und dann auch noch mit diesem Ghetto-Kontext. Und es hilft auch so ein bisschen, die Gefühle zu verstehen. Gerade der kleine Junge tut einem ja so weh am Anfang. Ja? Das tut einem so leid, was der erleiden muss. Nee, ich fand das einfach von vorne bis hinten einfach einen richtig, richtig guten Film. Und also vor allem, das ist halt. Er ist bei mir auf Satz 2. Das ist dem Regisseur gelingt, drei Figuren so toll, oder drei Schauspieler so geil, wie eine wirken zu lassen. Ja. Das ist ganz, ganz stark, dass diese drei Menschen, die jetzt eine Figur spielen, dass die halt auch wirklich wie eine Figur wirken. So. Das ist ein ganz großes Ding. Und Mahershala Ali, ich wollte gerade sagen, die Szene mit dem kleinen Jungen am Esstisch, das ist mir eine Szene, die hat mich noch lange verfolgt. Und das ist auf jeden Fall. Also, wenn ich das sehe, kriege ich ehrlich gesagt Gänsehaut. Ich habe halt gesagt, ich habe ihn weiter runtergepackt, aber es ist auf jeden Fall ein verdammt starker Film. Ja. Und ja, Oscar Bait, Debatte hin oder her. Und auch so. Sie ist so toll, und dafür, dass sie das nur in 3 Tagen abgedreht hat, macht das richtig, richtig gut. Es ist einfach ein toller Film, der halt auch nicht mit diesem Indie-Appeal irgendwie rangeht. Die Bilder sind ja fast Hochglanz. Das sind ja wirklich schimmernde, die Farben. Guck dir das mal an. Schimmernde, kräftige, so verspielte Bilder. Ne? Und das ist echt alles ziemlich cool. Also der ist auf jeden Fall verdient. Ich meine, das ist alles im Moonlight. Ja. Ne? Das ist alles blau gefärbt. Das ist alles Moonlight. Und Moonlight, wie war das noch? Die Erklärung für den Begriff? In Moonlight, im Mondlicht, im Mondlicht, was? In Moonlight, all boys look blue. Genau, ja, genau. Stimmt. Super, ne?
In Moonlight All Boys Blue, Look Blue, und Blue ist ja gleichzeitig auch ein Begriff für Traurigkeit. Und so, ist alles einfach nur total. Okay, Entschuldige, aber ich wollte dich doch. Das ist für mich ganz auch echt ein besonderer Film. Ja, also ein besonderer Film. Anfang des Jahres kam ein für mich besonderer Film. Direkt in der ersten Januarwoche, da kam ein Film, der hat es bei mir direkt, ich sage jetzt mal anhand der Liste, die ich jetzt habe, auf die Platz 2 geschafft. Und da bin ich auch nicht so ganz sicher, ob er nicht vielleicht auch auf die Platz 1 gehört. Das ist Die Taschendiebin, The Handmaiden von Park Chan-wook. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Und der Film, wie gesagt, den habe ich Anfang des Jahres gesehen. Und nee, den habe ich letztes Jahr schon gesehen, 2016. Und trotzdem, 2017, er ist für mich nach wie vor so stark. Ich habe ihn jetzt noch zweimal gesehen. Es ist für mich einfach ein echt fantastischer Film. Wundervoll erzählt, tolle Kulissen, tolle Darsteller. Ja, da gibt es diese riesen Lesben-Sex-Szene. Okay, kann man als Altherren-Fantasie abklatschen, ist mir egal. Wahrscheinlich. Wie der Film aufgebaut ist, wie es Park Chan-wook schafft, eine Geschichte zu erzählen und dann die gleiche Geschichte noch aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen und sie kommt dir völlig neu vor und dann die Geschichte zu einem Schluss zu bringen. Das ist für mich einfach ganz große und überlegte Kinokunst, für die ich diesen Mann so sehr schätze. Und dementsprechend ist dieser Film auf jeden Fall bei mir ganz weit oben in diesem Jahr. Also da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe den zu Hause, ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich weiß, ich kann auch nicht sagen, warum. Das ist so ein Film, kennt ihr das, wenn man manchmal so Filme hat, wo man genau weiß, die werden einem gefallen, aber irgendwie schiebt man die noch Weil man Spaß hat. Oh, den, ne? Den man hebe ich freut mir auf sich, den richtigen Zeitpunkt. Kann ich mich länger freuen darauf. Und das ist auch so ein Film, ich glaube auch, dass der natürlich auch ein bisschen anstrengend ist. Ja, so, der ist auch anstrengend. Und ich bin immer so, bei anstrengenden Filmen ist es bei mir immer so, da muss ich in der Stimmung sein, zu sagen, so, jetzt lasse ich mich da mal drauf ein, da darf dann davor und danach nicht viel passieren irgendwie. Und ja, schade, dass ich ihn nicht gesehen habe, weil ich bin ja ein riesen Park Chan-wook-Fan und der hätte wahrscheinlich auf jeden Fall das Potenzial, in die Liste zu kommen, aber ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Hast du den im O-Ton gesehen oder auf Deutsch? Ich habe den im O-Ton gesehen und dann mittlerweile auch auf Deutsch. Und ich meine, von vornherein, ne, das ist ja so eine Romanverfilmung und die Geschichte, ne, da ist halt eine ich weiß gar nichts darüber. Eine Mägdin oder sonst irgendwas, eine Dienerin, sag ich mal, die wird unter falschem Vorwand in ein Haus geschickt, die soll halt die reiche Tochter dieses Hauses dazu bringen, dass sie sich in einen Grafen verliebt, der eigentlich ein Trickbetrüger ist. Bums, das ist die Anfangsgeschichte so. Ja, und dann denkst du halt so, okay, ey, was soll ich mit dem Kram anfangen? Aber dieser Film, der hat mich anhand seiner Bildsprache so gebannt vom ersten Moment an. Und dann halt, wie gesagt, wenn dann halt einmal so ein Cut kommt und dann geht's nochmal von vorne los, dann merkt man einfach, was dieser Mann für ein großartiger Regisseur ist. Und das hat mich einfach auf allen Ebenen beeindruckt. Gespielt, die Absurdität, die da teilweise reinfließt, die Perspektivwechsel, diese Perfidität irgendwie in dieser Geschichte drin und die Umsetzung, alles. Also war für mich alles drin. Also verkaufst du gut. Ja. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, ich lese mal kurz vor, es kam noch Passengers, The Great Wall, Hell or High Water war auch ein Film. Hey, darf ich den? Habe ich auf Platz 7. Ja? Der ist in meinen Top 5. Okay. Das ist ein Film, ganz im Ernst, den muss ich leider Gottes sagen, den habe ich im Flieger gesehen. Das ist immer scheiße. Und er hat trotzdem funktioniert offensichtlich. Ja, aber ich fand den super. Also ich muss ganz ehrlich, Chris Pine ist für mich ja wirklich nicht die hellste Leuchte im Lampenladen. Aber Wahnsinn, was der da rockt. Und Ben Foster und ich meine Jeff Bridges ist ja in so einer Rolle, das ist ja perfekt besetzt, ne? Mit seinem Southern Drawl, Gesundheit. Du verstehst nicht so eine. Aber ich fand die Geschichte super. Super. Ich fand das Ende richtig gut. Ja. Also ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil es gab einen gewissen Hype um den Film. Und ich gucke den und denke, und der läuft und ich denke so, okay, wo ist denn jetzt das Besondere? Ich meine, der ist ganz gut so, ich bin auch unterhalten. Aber bis zum Ende hat er mich nicht so richtig bekommen. Deswegen ist er auch nicht in meiner Top Ten. Ja. Echt nicht? Nee. Ich muss auch sagen, ich finde den Film auch wirklich gut. Ich finde auch gut. Ja. Aber bei mir war es ähnlich wie Andi. Ich fand, den besten Moment war halt dann wirklich, als Jeff Bridges da auf diesem Felsen hockt und seinen Hut abnimmt, nass geschwitzt und dann erstmal realisiert, was eigentlich gerade eben passiert ist. Und auch das Gespräch zwischen den beiden. Genau. Ganz am Ende. Und das fand ich richtig, richtig gut. Vorher, muss ich leider sagen, hat dieser Film so für mich so viele typische Momente gehabt, die man von so einem Film auch wirklich erwartet. Die beiden Brüder, die sich kabbeln da auf der Wiese und dann in den Sonnenuntergang blicken, so wo du genau weißt, okay, ab hier wird es jetzt irgendwie schräg oder jetzt wird es verhängnisvoll. Ja. Und das auch weißt vorher, du, aber sagen wir ehrlich, das weiß Otto Normalfall auch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich sag ja auch nur, ich gehe ja auch nur von mir aus. Ja, okay, nee, das stimmt. Vollkommen. Ich gehe auch nur von mir aus. Ich respektiere diesen Film, ich finde, der ist von Ben Foster, auch wenn er wieder die gleiche Rolle wie immer spielt, toll gespielt. Ich mag die beiden funktionieren gut. Ich mag, wie sie beiden funktionieren. Ich finde Chris Pine auch gut. Ich finde Jeff Bridges, auch wenn man diese Rolle jetzt seit True Grit schon 10-mal gesehen hat. Ja, gut, aber die ist anders durch seinen Kollegen, ist es halt noch mit einer etwas anderen Rolle. Genau, mag ich es auch. Aber irgendwo. Ich habe den auch auf Platz 7. Ich fand den auch super. Ist aber auch genau mein Cup of Tea, solche Filme. Und was mir an dem Film gefallen hat, ist, dass der ja, im Prinzip ist es ja ein moderner Western. Mhm. Und ich finde, dass da sind so Einstellungen und Thematiken und so, die haben es wirklich geschafft, so moderne Themen mit so klassischen Western-Strukturen irgendwie zu verbinden. Und das hat irgendwie bei mir, ich bin ja ein riesen Western-Fan, und das hat irgendwie bei mir komplett funktioniert. Ich fand die schauspielerischen Leistungen super. Und das ist dann eben, auch wenn eine Story vielleicht an sich genommen eher, sag ich mal, nicht so was Besonderes ist. Da gibt es aber 1000 Filme, die mir einfallen, wo die Story jetzt eher runterzubrechen ist auf Bankraub geht schief. Mhm. Ja. Aber das macht dann nichts, wenn das Drumherum eben einen so mitnimmt. Und bei dem Film war ich wirklich von Sekunde 1 bis zum Ende komplett gebannt mit den Charakteren mitgefühlt. Ich fand, Chris Pine hat man mal in einer Rolle gesehen, wie man ihn noch nie gesehen hat. Ich mochte diese Szene, wie er an der Tankstelle plötzlich in Gewalt explodiert. Ja, Wahnsinn. Das hat mich richtig. Vermöbel, diesen voll, das war so richtig, ne? Wow, was geht ab? Captain Kirk, ja, Jeff Bridges, also und einfach der Action-Trailer, also als wäre der im Film die ganze Zeit total abgehen. Und da gibt es dann auch diese Szene, ich weiß nicht, ist es irgendein Typ da, so die Herde über die Straße. Ja, über die Straße, ja. Aber das war auch so für mich so ein typischer Moment, der in diesem Film wirklich. Ich hab nichts anderes erwartet als irgendein Farmer, der daherkommt und über die Wirtschaftslage lamentiert, so, ja. Ja, aber weil dieser Film halt auch schon von vornherein so abgewrackt war, ja. Ja, aber Etienne hat, finde ich, echt einen Punkt. Wenn du mal alle Filme, die es gibt, runterbrichst, ne, ist es immer die gleiche Story. Nein, es geht mir nicht um die Story. Nein, nein. Und das ist ein typischer Film, ne? Du weißt ungefähr, was passiert. Aber da finde ich eben das Schöne, und es gibt viele Filme, die ich gesehen habe, wo ein ähnlicher Handlungsstrang war, aber da haben mich die Figuren einfach nicht gepackt, nicht reingezogen. Und hier, das finde ich genau, was du gesagt hast. Bridges ist geil, die Bahnen funktionieren cool. Da gibt es so ein paar unerwartete Situationen, ne, oder filmische Sequenzen, wo du nochmal sagst, boah. Also deswegen fand ich den einfach, ich habe mir den angeguckt und meinte dann zu den Jungs, mit denen ich im Flieger saß, ey, ihr müsst euch den reinpacken, der ist total geil. Yes, ist, glaube ich, auch ein Coen Brothers Drehbuch, oder? Ist es nicht irgendwie? Nö, aber es wirkt Tyler Sheridan. Wirkt ein bisschen, ich würde ganz kurz noch einwerfen wollen, weil ich glaube, wir kommen ein bisschen langsam voran. Du sagtest The Wall. The Great Wall. Ach so, Great Wall. Okay. Matt Damon. Weil The Wall habe ich nämlich tatsächlich. Ja, den hast du bei dir drin. Wann ist denn der erschienen? Das war dieser minimalistische Film. Afghanistan, Irak. Nee, Irak, die beiden Soldaten, die an dieser Mauer festge. Ja, aber ist das nicht der eine Wrestler? Der dann John Cena? Ja, genau. John Cena spielt auch mit, ja. Aber er spielt nicht. Und Aaron Tyler Johnson. Ja, genau. Ich fand ihn gut. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch. Ich lese mal ein bisschen. Ja, Manchester by the Sea hatten wir auch schon genannt. Dann gab es noch Personal Shopper, XXX3. Hexo Rich war auch bei dem Film, habe ich mir auch angeguckt. Das sitze ich da und denke so, das ist für mich 2 Stunden verschwendete Zeit. Hexo Rich? Nee, Triple X. Da gehe ich gar nicht rein. Hexo Rich, aber das Comeback von Mel Gibson. Geil inszeniert, keine Frage. Ne? Aber ich meine, es ist halt Pathos. Ja, er mag das. Das war genau das, was er brauchte, um sich zu rehabilitieren. Ne? Ich finde es halt so hart, da kommt ein Mann daher, der halt voll in Ungnade gefallen ist und bringt einen Film über den Pazifismus und suhlt sich halt in Gewalt. Das ist halt irgendwie unglaublich. Und dann diese Szene, wo er seinen Eimer über sich drüber hält und sich den Dreck und das Blut und alles abwäscht in Zeitlupe. Und ich dachte, Gibson, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann wird er in diesen Hubschrauber gelegt, als ob er dann über, wie ein Engel über dem Schlachtfeld schwebt. So, ja? Wo ich dachte, nee, Mann. Ja, aber ich meine, dann guck dir mal an die Filme, die er gemacht hat. Ne? Ja, ich weiß, aber... Und hier Christ. Aber Passion Christi. Passion Christi. Aber Apokalypto ist ein geiler Film. Apokalypto finde ich auch ein geiler Film. Ja, aber ich meine, also wenn wir von Gewalt sprechen... Ne, nein. Stimmt, ja. Es ist ja einerseits legitim, wenn er halt irgendwie Gewalt in seinen Filmen anbringt, die halt wirklich von auch archaischen Gewaltwelten geprägt waren. So, ne? Braveheart und Apokalypto, so, die sind da halt nicht zimperlich zur Sache gegangen, keine Frage. Ja.
aber halt so ein... Ich weiß, aber so ich glaube, das, ich glaube, er wollte, ich glaube, er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich meine, dann nimmst du einen Andrew Garfield, ne, der ja auch eher zur zart beseiteten Statur eines Schauspielmannes gehört, ne, den castest du in der Hauptrolle und sagst dann, er ist der Pazifist, der sagt, ich kann keine, das ist gegen meinen Glauben. Und dann machst du natürlich das andere Extrem und machst es dann umso blutiger und brutaler. Ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich nicht so doof, muss ich ganz also ehrlich sagen. Nein, es geht mir nicht darum, ich meine, wenn man den Typen sieht, den echten Private Doss, ja, wie er hieß, ne? Der, also da bin ich schon, Desmond Doss, da war Andrew Garfield nicht die verkehrteste Wahl, den zu nehmen. So, das war ja auch ein eher zarter und dünner Typ. So. Mir geht es ja eigentlich eher darum, dass der Film halt schon sich stark macht für Pazifismus, aber trotzdem gleichzeitig brutale Szenen liegt. Ja, ja, das stimmt. Und sich dann halt auch wirklich in diesen Szenen teilweise suhlt. Also, der also ich habe ihn nicht gesehen, aber muss das nicht so sein, wenn du eine Story von Pazifismus im Krieg erzählst? Ja. Ist doch einfach auch beides. Ja, also ich finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen Gewalt zeigen und sie wirken lassen, wie sie einfach ist, und halt so ein bisschen zelebrieren, so mit extrem Zeitlupen, ja, ja, mit Nahaufnahmen, also mit schwülstiger Musik, die da drunter läuft. Und so. Gewalt und die war brutaler. Das hätte vielleicht bei Hacksaw Ridge eher gepasst als das Inszenatorische. Ne? Genau. Die so, die Kugel fliegt und du guckst. Und dann hast du noch Vince Vaughn, der irgendwie so ein bisschen Hybrid ist aus dem Comedy-Vince Vaughn und jetzt ein Vince Vaughn, der versucht ernsthaft zu sein, was halt da in dem Film noch nicht ganz funktioniert hat. Ja, auch schon 10 Jahre. Ne? Ja, aber bei Brawl in Dings hat es halt besser geklappt als bei Hacksaw Ridge. Hast du den mittlerweile gesehen? Brawl in Cellblock 99. Nee. Wir müssen mal kurz in die Werbung gehen. Wir haben uns schon wieder verquatscht und danach müssen wir noch schnell ein paar Sachen abquatschen hier. Ja? Also bis gleich nach der Werbung. So, da sind wir wieder. Zurück beim Jahresrückblick 2017. Und ich muss jetzt mal hier ein bisschen vorpreschen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Monate und Filme abarbeiten. Preschen Sie, junger Mann. Und ihr müsst dann halt mal hier schreien oder sonst irgendwie euch merken, ob diese Filme genannt worden sind und eurer Liste sind. Bin ja schon fast durch. Kann ich auch mal nur zuhören und dann im Nachhinein hier schreien? Kannst du auch machen, ja. Also wir waren jetzt gerade bei Hacksaw Ridge, da gab's Jackie, dann gab's Monster Truck, den riesengroßen Flop, Resident Evil Split. Was? Monster Truck? Monster Truck. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört, ich war abgelenkt von komischen Leuten hier. Nochmal. Wer ist denn da? Jetzt mach weiter, raus. Wir haben noch keine Zeit. Ja. Dann gab es einen Film, den habe ich in meine erweiterte Popliste gepackt. Entschuldigung, ich habe gerade echt nicht zugehört. Ich auch nicht. Ganz kurz, die letzten Filme. Wir waren bei Hacksaw Ridge. Ja. Dann Jackie haben wir schon genannt. Gab Monster Trucks den Flop. Ja, Resident Evil Split. Dann gab es einen Film, den habe ich ziemlich weit oben in meine Topliste gepackt, aber auch nicht in die Top 10. Subura. Ich habe Split, ehrlich gesagt, in meine erweiterte Liste gepackt. Ja, Split. Habe ich nicht gesehen. Ich finde ihn nur gut, weil er mich jetzt quasi auf die Fortsetzung freuen lässt. Aber ich habe Subura, dann gab es einen Film, den ich persönlich hervorstechend fand, aber egal. Eyes of My Mother, den fand ich ziemlich cool. Dann gab es Hidden Figures, Unerkannte Heldinnen, auch ein Oscar-Kandidat. Die Heldentour des Billy Lynn, der Ben Affleck-Flop Live by Night. Rings, ein Film, den keiner mehr gesehen hat. Salesman. Ich hab Rings gesehen. Auslands-Oscar-Kandidat. Ja? Der war scheiße. Also wir reden von der Fortsetzung, ne? Rings? Rings. Ja, ja, also Katastrophe. Guckt euch die ersten 3 Minuten an, dann wisst ihr, wie der Film ist. Das ist ein Herr der Ringe-Prequel. Furchtbar schlecht. Also richtig schlecht, ja. Okay, dann gab's hier noch, was weiß ich, 50 Shades of Grey, die Fortsetzung. The Girl with All the Gifts, Lego Batman. Girl with All the Gifts fand ich ganz gut. Da ich auch. Aber nicht in der Top 10. Dann gab's L, den habe ich auch, den letzten der Höhen. Hab ich mich auch noch nicht getraut. Fences, auch ein Oscar-Kandidat. John Wick 2. Da darf ich ganz kurz reingrätschen bei Fences zum Beispiel, ne? Weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Denzel Washington, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein großartiger Schauspieler. Aber Fences ist für mich ein Film, wo er, sag ich mal, um den Bogen zu spannen, wie bei Hacksaw Ridge, er inszeniert sich zu sehr. Ja, aber das ist ein Theaterstück. Ich wollte gerade sagen, das ist halt. Aber das ist ja egal. Wir reden, das ist ja, also wenn wir hier, wie ist dieser, das Theaterstück damals, was sie aufgemalt haben? Ach, hier von Lars von Trier. Lars von Trier, Nicole Kidman, Dogville oder so? Dogville. Ja. Ne, das ist ein Theaterstück. Da weiß ich auch, ich lasse mich auf ein Theaterstück ein. Aber Fences, wenn er ein Theaterstück auf die Lampe bringt, das ist ja tausendfach schon passiert, dann musst du es nicht so inszenieren. Und ich finde, er hat gespielt wie im Theater. Ah, das ist natürlich Young. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Aber er hat auch gespielt wie im Theater. Aber ich wollte gerade sagen, er hat doch ursprünglich die Figur im Theater gespielt. Ja, klar. Ne? Ja. Ich lese noch ein bisschen weiter. Ja. Mein Leben als Zucchini. Auch ein geiler Moment übrigens bei den Oscars, ne?
als Casey Affleck gewinnt für Manchester by the Sea und steht oben. Und Denzel Washington sitzt in der ersten Reihe und Casey Affleck sagt so, ja, ich wollte mich nochmal bei allen Nominierten bedanken und vor allen Dingen Denzel Washington, du bist ein Vorbild für mich. Und ne? Und dann schwenkt die Kamera um auf Denzel Washington. Siehst Denzel Washington, der sitzt und denkt sich so, du alte Kackbratze, eigentlich müsste ich da eben stehen, was willst du von mir? Denzel. T2, Trainspotting. Der Denzel. Oh, schade. Sag mal, ich habe den immer noch nicht gesehen. Den ich taugt der was? Ich fand ihn okay, aber ich hatte so viele Jahre Lust darauf. Nee, echt nicht? Also ich finde, es gibt viele andere Filme, die man sich angucken kann. Okay. Boston, Cure for Wellness, so, Boston, Lion. Boston ist bei mir aktuell sogar auf der 2. Ui. What? Boston. Wow. Ich fand den hervorragend. Bist du sicher Boston oder Detroit? Boston. Den mit Mark Wahlberg. Ja, ja, mit Mark Wahlberg, okay. Ich fand den sehr, vielleicht auch, weil er mich so positiv überrascht hat. Ja, pass auf, lass mich erstmal ein bisschen durchlesen. Sorry. Und dann reden wir gleich drüber. Lion, auch ein Oscar-Kandidat. Ja. Willem und das Petermännchen, falls du dich noch erinnerst. Nee. Diese schöne Diskussion, was Kinder dürfen und was man Kindern vielleicht nicht erlauben sollte. Weißt du noch, dieser richtig schlechte Film aus Schwerin? Oh Gott, ja. Ja, ja, ja. Der richtig schlechte Film aus Schwerin. Da habe ich auch richtig viel Ärger gekriegt. Ja. Weil ich mich darüber aufgeregt habe. Man muss nicht alles erlauben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Logan, The Wolverine. Super. Genau, so, ich Silence, bei euch. Ja. Ja. Oh, Kong, Skull Island, Moonlight, Sleepless, eine tödliche Nacht, Wilde Maus. Achso, du liest jetzt alles. Ich lese einfach nochmal kurz vor. Der 101-Jährige, der Rechnung nicht bezahlte, die letzten Männer von Abel, die rote Schildkröte, die Schöne und das Biest, das Live-Remake. Dann, was ich live, der Science-Fiction-Film mit Jake Gyllenhaal ist und Ryan Reynolds. Ist bei mir nicht. Lombok, Power Rangers, Rammstein Paris, auch eine Überraschung gewesen, weil der ja nur an 2 Tagen gelaufen ist, aber an den 2 Tagen wohl einen sensationellen Zuschauerschnitt gehabt haben soll, okay. Was halt wirklich herausragend war für diese. War das Kurzzeit. Live? War das ich habe schon wieder vergessen, was du ganz am Anfang vorgelesen hast. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine lange Liste. Ja, ich muss noch ein bisschen weitermachen, damit wir hier mal vorankommen. Boss Baby, Ghost in the Shell, Versunkene Stadt Z, Wenn der Vorhang fällt, Die Schlümpfe, Es war einmal in Deutschland, Free Fire kam Anfang April, Tiger Girl habe ich auch, Fast and Furious 8 Mitte April, Abgang mit Steel, Birth of a Nation, der auch als großer Oscar-Kandidat gehandelt wurde und dann richtig untergegangen ist. Ich komme gar nicht mehr mit. Genau, lass uns mal ein paar Filme mal besprechen. Ja. Alles klar. Also Live ist in meiner Liste. Stehe ich absolut zu. Ist ein plumper Film, aber das ist für mich endlich mal ein richtiger Alien-Film, der mir richtig Angst eingejagt hat. Und so vorhersehbar, wie das alles war, habe ich da meinen großen Spaß gehabt. Und ich finde Rebecca Ferguson ist einfach eine Granate. Wer? Achso. Die Ferguson ist der Granate. Wie war das nochmal? Bei Live? Spiel ach, die, da mit? Die, ja doch. Spiel die bei Live? Dann hatte ich gar nicht mehr Erinnerung. Ja, Live zählt ja zu den Flops des Jahres, ne? Also zu den Box-Office-Flops. Shame. Ja, hat ein bisschen zu viel gekostet guter und dann Film. Doch zu wenig eingespielt. Ist ein guter Film. Ist ein guter Film. Und überrascht aber auch, weil man denkt, anhand des Trailers denkt man, dass es gewisse, aber auch gewisse Hauptdarsteller gibt. Aber es ist halt ein Alien-Klon, ne? Ja, es ist ein Alien-Klon, aber es ist ein guter Alien-Klon. Ja, aber da können wir auch gleich mal über Alien Covenant sprechen. Kommen wir gleich drauf. Wir gar nicht am besten drüber Ich möchte noch kurz was sagen. Suburra hat mich, fand ich ziemlich cool. Ist das Suburra? Ist auch die Serie jetzt? Genau. Aber tut mir leid, Suburra, ganz ehrlich, ist immer das Gleiche, ne? Was letzten Endes genau das gleiche wie die Serie und es ist immer, ich habe ja, das gut, Gefühl, der Film kam ja vor der Serie. Hä? Der Film kam ja vor der Serie. Ja gut, wie heißt die andere Serie? Die andere Gomorra. So, das ist im Grunde genommen alles Zubora, das gleiche. Gomorra. Ja. Das ist alles. Ist mir ja, egal. Ist es, aber ich mag diese italienische Herangehensweise. Ich guck das alles rauf und runter, gar keine Frage. Aber dafür ist deswegen ist es für mich halt nichts Besonderes oder hat nicht die gleiche Wirkung wie zum Beispiel die Serie hat er zu Anfang. Ja, aber ich meine, ich habe den Film halt vor der Serie gesehen und die Serie greift viele Elemente oder viele Handlungsstränge aus dem Film auf. Ich meine ja Gomorra, aber egal. Ja. Okay. Die Serie spielt vor dem Film, ne? Die Serie spielt vor dem Film. Weil das hat mich sehr verwirrt. Wir reden jetzt hier aber von Suburra, ne? Jetzt reden wir von Suburra, okay. Gut. Okay. Ich mochte den Film, ich mochte den Soundtrack, ich mochte die Verflechtung und wie dieser ganze Verfall da in der römischen Stadt und Konstruktion so gesehen geschildert wird und ich mag diesen europäischen Touch von diesem Film. Also ganz einfach. Geht der so in die Richtung Lion? Nein. Nee, der geht eher so in die Richtung Gomorra. So, im Grunde genommen genau was. Genau das Gleiche. Also ich würde ganz gerne mal hier eine Lanze brechen für Logan, das ist nämlich meine Nummer 5. Den hast du auch in deinen 400 Filmen, die du gerade vorgelesen hast, kurz genannt. Ja. Weil das ist für mich, muss ich gerade mal gucken, dass ich nicht lüge, aber nee, ist der Block. Nee, ist nicht ganz. Ist der zweitbeste Blockbuster des Jahres für mich. Und gerade weil ich überhaupt kein X-Men-Fan war und ja auch meine Meinung generell zu Marvel-Filmen und Superheldenfilmen kennt, war das ein Film, der mich komplett abgeholt hat. Es gab zwar hier und da auch ein paar Szenen, die man durchaus auch kritisieren kann, wo man sagen kann, ja, busy too much mit den Kids da am Ende oder weiß ich nicht was. Aber generell war das
eine Herangehensweise an ein Superheld, an das Thema Superhelden, wie ich es mir eigentlich immer wünsche. Es war komplett ernsthaft, ein Film, der sich komplett ernst nimmt, der unfassbar brutal ist für so einen Blockbuster, der war ja auch R-rated, der auch Wolverine also so zeigt, wie ich Wolverine auch sehen will, nämlich nicht mit angezogener Handbremse, sondern eben ja, einerseits raw, also brutal, aber ich mochte auch Hugh Jackman als diesen abgefuckten, runtergeranzten, desillusionierten Typen. Das hat, finde ich, total gut gepasst. Hast du schon mal die Schwarz-Weiß-Version gesehen? Die Schwarz-Weiß-Version? Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen. Den gibt es als Schwarz-Weiß-Film oder was? Habe ich zu Hause. Echt? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, und ich fand einfach, das und es war eine der besten und innovativsten, wenn du so jetzt willst, Action-Sequenzen. Ja, und zwar diese, wo dieser, ich weiß nicht, so eine Art EMP ausgelöst wird und alles mehr oder weniger in Zeitlupe oder die Leute sind quasi gefreezed. Nee, er hat doch wieder einen Krampf oder einen Schlaganfall. Genau. Und dadurch Dr. Xavier. Und dadurch, dass er halt so ein blockiert so ein Paul, im Hotel, meinst du? Im Hotel, genau. Ja. Und friert quasi alle ein, beziehungsweise genau, das macht sie alle bewegungsunfähig. Und Wolverine kämpft sich durch diese Energie durch. Genau. Und schleicht sich quasi durch diese Vibration der Luft an den Wachen vorbei, der nur seine Augen bewegen kann und ihn nur sieht, wie er ganz langsam an ihm vorbeigeht und ihn dann killt. Und das fand ich eine richtig und geile ein guter Szene. Bösewicht. Fandst du? Ich fand welche? Oh. Der Franzose, oder? Oder wieder? Nee, hier der aus Narcos. Ja, der genau. Boyd Holbrook. Ja. Ja, den fand ich eigentlich relativ klasse. Achso, natürlich. Also deshalb, wie gesagt, in meiner Top-Liste. Logan habe ich auch in der erweiterten Liste drin. Also gerade von den Superheldenfilmen ist der für mich einer von insgesamt zwei, die mich irgendwie überzeugen konnten oder die mich irgendwie beeindrucken konnten. Ja, ich fand einen anderen Superheldenfilm besser tatsächlich. Ich fand auch noch einen Superheldenfilm besser. Ich weiß auf welchen. Reden wir gleich drüber, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt. Kong Skull Island habe ich noch vergessen, der kam auch noch im März. Alter, da bin ich fast rausgegangen aus dem Film. Ganz ehrlich. Ja, was ein bisschen schade ist, Trainspotting 2 irgendwie vollkommen untergegangen so, also in der Wahrnehmung. Aber hier Lion, würde ich gerne was zu sagen. Ja, hast du den in der Liste oder was? Ja, und weil Lion, also die erste Szene, die erste Hälfte, ja, ne? Die ist hart. Die ist so hart. Und so wir reden über diesen Heimkehrer, der mit Google seine Familie sucht. Genau. Ja, genau. Die erste Hälfte, ne, er als Kind und was da passiert, das hat mich echt niedergebrezelt. Ne? Also habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Elternteile auf jeden Fall. Genau. Und dann der zweite Teil, den fand ich insofern gut, weil, und das muss man ja leider sagen, Nicole Kidman hat vieles an ihrem Gesicht falsch gemacht, aber sie ist eine tolle Schauspielerin. Und da, diese eine, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene noch ich habe ihn ganz gesehen. Achso, habt ihr nicht? Hast nee, du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn tatsächlich auch nicht. Also da gibt es diese eine Szene, wo sie im Prinzip mit ihm nochmal spricht, ne? Also, sie ist die Ziehmutter oder was? Genau, sie ist die Adoptivmutter. Und da passiert wirklich so viel schauspielerisch bei ihr, ohne dass sie viel sagt, fand ich echt top. Okay. Wirklich top. Also würdest du empfehlen, den Film nochmal? Also ich würde ihn... Kann man sich angucken. Ja. Also das Problem ist halt, ne? Viele Leute haben ja kritisiert, dass da irgendwie diese Google-Geschichte so dringend, so dick thematisiert wird. So. Aber so ist es halt passiert. Aber das ist halt passiert. Ja, genau. Sagen. So ist es nun mal. Das ist ja nicht gesponsert worden, sondern er hat es ja wirklich benutzt. Und das ist ja eigentlich beeindruckend. Aber die erste Hälfte mit er als Kind, also wie er seinen Bruder verliert und dann da landet, 1500 Kilometer entfernt, weil er aus dem Zug nicht rauskommt. Und dann wie alt ist der? 4 oder 5? Ja, maximal. Boah, maximal, ey. Ja, wirklich. Und das ist, wie schafft man das in dem Alter? Das ist so bitter. Wenn man sich das alles durch den Kopf vorgehen lässt. Boah. Stell dir vor, du wärst mit 5 Jahren in Zug, der halt einfach nicht anhält, sondern erstmal 1000 Kilometer durch die Gegend fährt. Und du kommst halt nicht raus. Kenn ich 2 Personen. Einer ist in Italien, der andere ist in Dänemark gelandet. Rate mal. Miles natürlich. Ja, okay, der war wahrscheinlich besoffen. Der hat den Ausstieg verpasst. Dann nochmal eine kleine andere Geschichte. Aber der war 4 und besoffen. Ja. Oder? Nein. Aber das ist auch wieder so ein Thema, weiß ich, muss ich irgendwie mal sehen, aber ist für mich gerade auch im Moment schwer anzugucken. Aber ich muss sagen, Nicole Kidman, weil du es gerade gesagt hast, da kann man ja sagen, was man will, aber jetzt mit nach Big Little Lies. Und Killing of a Sacred Deer. Genau. Die Verführten, auch ein Film, ne? Ja, aber da fand ich... Aber ich muss sagen, ich entdecke gerade Nicole Kidman für mich so ein bisschen wieder. So, ja. Also, da kann aber geht das noch? Ich kann mir das, ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, weil ich meine, ich habe wirklich nichts gegen die. Es gibt so Schauspieler, die sind mir egal, aber ich respektiere, was die machen. Ja? Und Nicole Kidman war auch immer eine. Ich meine, es gab mal in den 90ern, war sie wirklich... Gesundheit. Uncool, Gesundheit, mein Lieber. War sie wirklich uncool, ne? Durch die ganze Beziehung, auch mit Tom Hanks und so. Cruise. Tom Cruise und so.
Aber dann hat sie sich irgendwie hochgearbeitet und für mich war sie immer cool. Ich finde das wirklich schwierig, wenn man sich so liften und bearbeiten lässt und ich wirklich nichts mehr lesen kann, weil es gibt nichts, was ich mehr hasse, auch im wahren Leben, als wenn ich mein Gegenüber nicht lesen kann, emotional. Aber das geht und eigentlich bei ihr. Das geht ich tatsächlich, jetzt bei, bei The Killing of a Sacred Deer habe ich echt auch drauf geachtet und die hatte ja auch schon, man muss ja fairerweise sagen, die hatte ja schon früher auch schon so ein puppenähnliches Gesicht. Also die, ich meine, Days of Thunder, erinnerst du noch, wie die da aussah? Ja. Also, was für eine Todesstille, wie natürlich sie aussah. Ja, aber es, also wie gesagt, die ist aber noch dann nicht komplett deformiert. Nee, aber dann guck dir deswegen Lion okay, dann guck ich diese auch Szene ist wirklich, finde ich, beeindruckend. Ich weiß, und diese, mein Gott. Sie schafft es ja wirklich immer, diese erhabene Lady. So die genau. Etwas, ja, diese Powerfrau, Stolz, ne? Diese stolze Frau, die schafft sie, hat sie mittlerweile so perfektioniert und wenn dann jemand daherkommt und es schafft, eine Figur vernünftig zu brechen, dann ist Nicole Kidman auch die richtige Frau, um das zu spielen. Welcher Film war das, wo die auch ihr Kind verlieren, wo sie die Mutter spielt? Killing of a Sacred Deer? Killing of a Sacred Deer? Nee. Da spielt sie auch eine Mutter und sitzt dann so auf dem Spielplatz auf so einer Parkbank. Mit wechselst du die jetzt nicht mit Julianne Moore? Ja, ist egal. Ja. Ich wollte nur Lion einmal reinschauen. Ich möchte mich noch einmal kurz stark machen für Elle. Den fand ich richtig gut. Ja. Den fand ich richtig gut. Isabelle Huppert. Ist doch so ein Vergewaltigungsdrama. Rape Revenge, glaube ich. Ne? Revenge kann man in irgendeiner Form sehen. Aber der Film ist auf vielen Ebenen einfach so unerwartet und so geil gespielt. Okay. Und wirklich, und auch, der hat mich umgeblasen. Also ich habe nicht gedacht, dass Verhoeven noch mal so richtig einen raushaut. Und Finn mit L hat er einen richtig. Das ist kein angenehmer Film. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, das ist mir zu hart, zu düster. Und nee, muss man sich darauf einlassen. Man muss wissen, was das für eine Thematik ist. Mhm. Und dann musst du dich auch seelisch darauf einstellen. Weil ansonsten das Problem. Das, erinnerst du noch diesen Monica Bellucci-Vincent Cassel-Film? Ja, das ist ja irreversibel. Ja, genau. Achso, hast du gerade irreversibel gesagt? Achso, schuldig. Genau. Das ist auch so ein Film. Ich liebe den wegen seiner Machart, für seine Machart. Er ist natürlich auch absolut unerträglich, aber ich ertappe mich dabei, dass ich ihn trotzdem hin und wieder anmache und dann die berühmt-berüchtigte Szene dann auch vorspule, weil die kann ich nicht aushalten in voller Länge. Aber der ganze Rest rundherum ist so ein handwerklich und künstlerisch. Es wird immer schlimmer, je weniger passiert und je schöner es wird. Ne? Und je schöner es wird, desto frustrierender wird es leider. Genau. Ja. Und das ist so genial. Egal. Ja, die Rote Schildkröte würde ich nochmal anmerken. Das war ein schöner Zeichentrickfilm, der ganz ohne Worte funktioniert hat, tolle Bilder hat und eine tolle Geschichte hat und einfach diese Einfachheit fand ich halt so ganz großartig an diesem Film. Ja. Ich würde jetzt ansonsten, würde ich jetzt mal einfach so Woche für Woche vorgehen, dann kann ja mal einer schreiben, ob er den Film drin hat. So, ja. Fast and Furious 8 hat wahrscheinlich keiner. Da will ich gerne eine Sache zu sagen. Erinnerst du noch diese Phase von James Bond mit Pierce Brosnan? Mhm. Wo das am Ende so, wo er die Welle surft und den ganzen Schritt. Genau, das ist das. Fast and the Furious müssen die einfach mal bumm machen und sagen, wenn wir jetzt 19, wir gehen ganz runter, machen das, wir machen das klein. Keine fliegenden Panzer mehr. Ja, was jetzt kommt als nächstes, was kommt da jetzt? Eine Rakete oder in Space? Oder, ne? Sorry. Ja. Also, bring dir doch so eine Klorolle. Ja, Mann. Die sollten wirklich einmal innehalten und das komplett. Aber Steven, warum? Das Ding läuft wie eine Eins. Ja, das ist nicht für uns, aber die Leute stürmen da rein. Ja. Sind es 8 Teile jetzt? 8 Teile. Ja. Seit 8, das muss man sich mal vorstellen. Aber ich glaube, die fahren damit irgendwann, also wenn die wirklich. Es geht irgendwann nicht mehr weiter. Nee, natürlich nicht. Weil sie können es auch nicht mehr toppen an Schwachsinn. Und ich muss jetzt halt auch sagen, bei dem 8. fand ich es halt wirklich schade, dass die halt teilweise sogar Autostunts CGI-mäßig bearbeitet. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also im Trailer zumindest. Das fand ich. Diese ganze Geschichte, wo sie alle runterfallen. Ja, das war das Tolle ursprünglich, dass es alles so Rennengeschichten waren. Ich glaube, beim 5. oder beim 6. da gibt es am Anfang so eine Verfolgungsjagd oder ja doch einen Überfall auf den Zug. Und dann fahren die dann mit dem Auto neben den Zug her und springen dann von dem Auto auf den Zug und so weiter. Das kann man sich ja mal angucken. Ja, genau. Klingt so, als wäre das mal ganz lustig. Das war cool, weil das war halt noch handgemacht so. Das war genau, echt. Und jetzt ist es alles so. Und jetzt ist es alles echt Trick. Gibt es auch einen Film, der heißt irgendwie Tokyo Drift oder so? Ja, das ist der dritte. Tokyo Drift. Ja, als sie alle ausgestiegen sind, ne? So halb. Und dann mussten sie das alles mit den Asiaten auffüllen. Okay, machen wir mal weiter. Ja, 40 Tage in der Wüste, Abgang mit Steel, Birth of a Nation. Gold. Warte mal. Birth of a Name. Gold war für mich so ein Film, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich irgendwie Bock drauf und dann habe ich nichts Gutes gehört. Dann die nächste Woche, wir sehen uns im April. Ich muss mal ganz kurz dazwischengrätschen, weil ich nicht weiß, wann mein Netflix-Film rauskam, aber ich glaube, das war ungefähr
zu dieser Zeit. Ich bin ganz großer Fan von Get Me Roger Stone von der Dogo. Oh, ja, das kann gut und, sein. Ist in meinen Top 10, ist auf Platz 7 bei mir. Wer den nicht kennt, Dokumentation über einen Mann im Hintergrund, der das Politgeschäft quasi befeuert, seit 40 Jahren, der für alle republikanischen Kandidaten gearbeitet hat, der sich für nichts zu schade ist, unter die Gürtellinie zu gehen. Und es ist wahnsinnig interessant. Und der hat sogar ein Tattoo von Nixon auf dem Rücken und so. Und Get Me Roger Stone. Get Me Roger Stone. Es geht halt über Roger Stone, den ich vorher noch, von dem habe ich noch nie gehört. Und es ist so faszinierend, es ist so gruselig teilweise und informativ. Hast du einen Stift? Ich muss mir das mal aufschreiben. Ja. Jetzt hier. Ist auf Netflix. Oder auf Netflix. Get Me Roger Stone. So, ich lese aber ein bisschen vor. Irgendeiner schreit Stopp. Bleed for this. Chips. Ich habe ehrlich gesagt bei Bleed for This überlegt, ob ich den in die Top, 10, Top 20 reinpacke. Miles Teller Boxer. Weil ich mag Miles Teller. Also Whiplash war super. Ja. Dann hat er ein bisschen Quatsch gemacht. Aber da, finde ich, zeigt sich wieder, was in dem Kerl drinsteckt. Und ich, die Geschichte von Bleed for This, also dadurch, dass sie ja also real ist, also eine wahre Geschichte, das finde ich unfassbar. Ja, die ist, also Geschichte fand ich gut, Film das fand ich halt ein bisschen... Ja, genau, das war glaube ich mein Problem. Ich mochte Miles Teller, die Geschichte fand ich total spannend, aber der Film hat dann nicht das delivered. Bei mir war es eher so ein bisschen nach Creed und Southpaw, hatte ich irgendwie so... Boxfaktor. Oh, muss jetzt nicht noch einen Boxfilm und sehen. Und ich meine hier Warrior und... Ja. Man, also es gab so eine Phase, wo ich wirklich die alle... Wie hieß der mit Christian Bale? The Fighter. Ja. Alles mega, mega, mega Filme. Ich bin so ein bisschen ausgelaugt, was Boxer... Ja. Aber Southpaw finde ich zum Beispiel auch wieder... Das ist für mich... Nee, das ist für mich ein Beispiel dafür. Jake Gyllenhaal, ne? Mhm. Ich meine, auch jetzt Stronger. Also das ist ja ein Film, der ist ja wirklich beeindruckend drin. Aber... Jake Gyllenhaal ist für mich, der erschafft es nicht, eine Leichtigkeit irgendwie in sein Spiel mit reinzubringen. Ich finde, Southpaw ist für mich wieder zu viel. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ne, dieser der Körper, den der sich angestrengt. Das aber basiert der auch nicht auch auf wahren Begebenheiten? Southpaw? Nee, ich glaube nicht. Da muss ich sagen, da fand ich sogar Bleed for This einfach wegen der Geschichte besser. Ja, weil Southpaw war so ein... Ja, aber Entschuldige, also ich wollte nur einmal kurz sagen, Bleed for This habe ich jetzt nicht in den Top 10, aber so in den Top 30. Wann haben wir noch hier? Conny und Co. 2, The Founder, Queen of Cutville. The Founder ist in meinen Top 10. Noch nicht gesehen. The Founder ist in deinen Top 10. Ja. Keaton? Ja. Ich fand das einen sehr unterhaltsamen, sehr spannenden, sehr bösartigen und sehr traurigen Film und auch ein bisschen informativ, wenn man das versucht zu glauben. Ich fand den echt überraschend gut. Ich wusste auch nicht, du hast gesagt, es geht in eine andere Richtung. Ich dachte, das ist eine Erfolgsstory in Anführungsstrichen. Ne? Kennst du den Inhalt? Mhm. Und dass es dann so in eine andere Richtung geht, als was ich erwartet habe, das fand ich sehr angenehm. Okay. Und ich muss sagen, ja. Ich finde halt geil, dass Michael Keaton es schafft in diesem Film eigentlich, dass man mit dem Arschloch irgendwie am Anfang mitfühlt. Ja, du bist ja auf seiner Seite zu Anfang. Aber das ist so ein bisschen das Breaking Bad-Syndrom. Du guckst es und du willst, dass er Erfolg hat und auf einmal, irgendwann kippt das so. Aber wenn du halt schon von vornherein ein Gegner bist von McDonald's und du weißt, worauf es hinausläuft, also du weißt, dass der Status Quo jetzt das ist, was du nicht magst und trotzdem bist du dann für diese Figur, das ist halt schon eine gute Leistung. Ja, absolut. Ja, stimmt. Also ich kann das auch echt nur den Film wirklich empfehlen. Ich mag den sehr gerne. Ja, dann... Gimme Danger, Guardians of the Galaxy 2. Den würde ich gerne. Ja, tatsächlich? Guardians of the Galaxy 2 ist, ihr seid da alle nicht in den Top 10 bei mir. Ja, okay. Ich fand den okay. Okay, ja. Also ich hatte auch ein bisschen Spaß, habe auch viel gelacht. Aber haben wir den nicht zusammen im Kino gesehen? Nee, wir haben ihn zusammen in diesem Minikino in der Schanze. Ja, ich fand ihn super, weil es war nicht die klassische Fortsetzung. Ich fand die Geschichte dann zwischenzeitlich, war mir ein ganz klein bisschen zu viel. Mit Kurt Russell. Mhm, ja. Aber ich mag Chris Pratt. Ich mag diese Combo, ne? Also auch wie die miteinander umgehen. Und ich finde, also Groot und auch unser Waschbär, wie die sich anzicken die ganze Zeit. Ich fand's super. Also ich habe herzlich gelacht. Ich hatte wirklich Spaß. Und ich finde, das war die Action und der Humor gepaart mit dieser CGI-Welt, das fand ich super. Also die Szene ist auch großartig. Ja, ist auch lustig, das stimmt schon. Ja, ich fand, lustig, aber ich fand das Miteinander mit den Figuren ziemlich geil. Ich fand, es war halt alles schlecht, was die Story angeht. Ja? Und ich finde, es gibt halt einen anderen Superheldenfilm, der um Weiten besser ist. Ja, das stimmt. Ich fand den auf jeden Fall auch schlechter als den ersten. Und da
Echt? Ja, ich fand ihn auch nicht so gut wie den ersten. Also, ich finde auch, was du sagst, die Charaktere sind irgendwie sympathisch, aber ich finde, die sind, allein, dass die bei dieser, auf diesem Planeten da von Kurt Russell die ganze Zeit gestrandet waren, irgendwie, das war mir alles ein bisschen zu, es gab quasi am Anfang ein bisschen Action, am Ende ein bisschen Action und dazwischen so ein bisschen große Leere. Ich ist einfach nicht so mein Cup of Tea. Ich kann verstehen, dass Leute den mega unterhaltsam finden, ja. Aber ist irgendwie, ist für mich so ein Fire-and-Forget-Film. Da gehe ich rein, hab wirklich 2 Stunden gute Unterhaltung und dann ist der aber aus meinem System raus. Da bleibt irgendwie, da bleibt nichts übrig. Aber den kann ich mir zum Beispiel nochmal angucken. Ja, weil der hat mir Spaß gemacht. Das ist doch gut. Ja. So, ich mache mal weiter. Wir springen hier eine Woche, weil ich glaube, da hat keiner was von gesehen. Dann, wir sind jetzt Anfang Mai. Einsamkeit und Sex und Mitleid. Expedition Happiness. Habt ihr von dem Film mitbekommen? Expedition Happiness? Ist das der Doku-Film? Genau, dieser Doku-Film über die 2 Leute, die sich ein Wohnmobil bauen und damit durch die Gegend feiern. Ja. Auch nur so ein limitierter Kinostart, nur irgendwie an 2 Wochenenden. Aber auch an diesen 2 Wochenenden einen Kinoschnitt gehabt, also einen Zuschauerschnitt gehabt, da träumen andere Filme von. Ist das YOLO the Movie? Aus welchem Land kommt der? Deutschland. Ach so, sind 2 Deutsche. Film. Und cool. Schöne Bilder. Ich habe den Trailer gesehen, so was sie da machen, das ist echt interessant. Da musst du vorsichtig sein. Ehrlich gesagt, wenn ich eine Abnahme bin mit Kunden und die gucken sich den Film das erste Mal an und dann ist Stille und dann sagt der Kunde, es sind schöne Bilder, dann denken alle schon, ach du Scheiße, jetzt geht's los. ehrlich. Ja, okay. Das ist ein Code für, eigentlich mögen wir ihn gar nicht, aber die Bilder sind... Die Idee finde ich interessant, aber wie gesagt, ich kann jetzt nur beurteilen, was ich an Bildern gesehen habe. Die fand ich halt schon cool. Dann ja, Anfang Mai kam Get Out. Ein Kritikerliebling. Get Out war lange in meiner Liste. Ich fand den auch super im Kino. Ich bin total happy, dass es so ein Projekt geschafft hat, umgesetzt zu werden und dass der so auf so vielen Ebenen so smart ist. Leider hat das Ende für mich das so ein bisschen geschmälert und deswegen ist er ganz knapp aus meinen Top 10 geflogen. Ja, ich muss sagen, im Nachhinein, also ich fand super schon, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand den gut, aber leider hat der Film irgendwie dem Hype nicht standgehalten. Es hätte ihm sehr geholfen, wenn es am Ende nicht so ein Nonsens-Finale gewesen wäre mit OP und was weiß ich nicht alles. Und wenn man durch den Trailer nicht schon auf so viel vorbereitet gewesen wäre. Das ist so ein klassischer Film, wenn du gar nichts weißt, guckst du den an und bist dann im Kino auf jeden Fall umgeblasen. Wow. Der Film haut dich mega. Aber durch den Trailer war schon so, allein die erste halbe Stunde war schon völlig überflüssig für mich, weil ich wusste ja, was passiert. So, ne? Ja. Oder du musst aufbauen, dass die beiden wirklich in Love sind. Ja, okay, aber das ist dann halt der Twist sozusagen. Aber also das ist schon auf jeden Fall einer der besseren. Aber wie so oft bei so Horrorfilmen und so, es ist unheimlich schwer, einen Horrorfilm richtig rund zu machen. Mit allem drum und dran. Vom Aufbau, mit Twist, mit Ende, mit Glaubwürdigkeit. Gab übrigens ein anderes Ende ursprünglich. Ha? Ich weiß aber gar nicht mehr was. Ich habe gerade ein Interview gesehen. Ja, es gibt so ein alternatives Ende. Ja, das habe ich mir auf YouTube angeguckt, das Alternative. Ja, was passiert da noch? Ist ein bisschen härter noch. Ja, ich glaube, es ist ein negatives Ende. Ja, genau. Er wird, glaube ich, nicht gerettet. Ups. Ja. Oh! Egal, komm. So. Ihr habt den Film gesehen. Ich habe nicht mal eine Liste. Hat einer von euch ihn in seiner Liste? Nicht, also in der erweiterten, aber nicht in den Top Ten. Nee, ich habe nicht mal mehr in der erweiterten. Doch, nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Ja, ich habe, Leute, dass ich jetzt hier so einen komischen Schnupfen habe. Alles gut. Nee, alles Get Out ist definitiv. Ist also hätte ich jetzt ja, so. Ja, ja, das sagst jetzt, du doch nur so. Also in meinen Top 15 ist der definitiv. Ja. Ich habe noch überlegt, also beziehungsweise Free Fire, ne? Den haben wir auch übergangen. Weil ich fand den echt charmant. Ich fand den echt gut. Ich hatte Spaß mit dem. Ja, aber dann ein Film, der auf jeden Fall Anfang Mai auch rauskam und der für mich definitiv in meiner Top-10-Liste ist, 7 Minuten nach Mitternacht. Ja. Ich kann es euch nicht nochmal, also nicht oft genug irgendwie erzählen, wie fantastisch dieser Film ist, wie herzergreifend dieser Film ist, wie schön er dieses Thema angeht, was für tolle Bilder er findet, welch großartige Performance auch Liam Neeson als Baummonster mit seiner Stimme irgendwie. Erklär mal bitte ganz kurz, was ist das? Es geht um einen Jungen, der ein bisschen unter seiner Familiensituation leidet. Er muss zur Oma ziehen, weil die Mutter schwer krank ist. Der Vater lebt mittlerweile mit einer anderen Familie zusammen. Er selbst wird in der Schule ein bisschen gemobbt und so. Und aus seiner Frustration und aus seinem Leid heraus ruft er eines Nachts ein Baummonster zu sich. Das ankommt und sagt, ich werde dir 3 Geschichten erzählen. Und wenn ich das 4. Mal wiederkomme, dann möchte ich eine Geschichte von dir hören. Stimmt. Und es ist ein fantastischer Film. Ich kann es nicht oft. Wie heißt der im Englischen? Das Monster Calls. Ist das Cover, wo dieses Poster, wo der so im Dunkeln Gegenlicht Monster rechts. Da siehst du nur so eine Hand von oben kommen. Ja, genau. Okay. Ja, ich dachte. Den will ich noch gucken. Ey, toll. Also eher Drama. Also smart, emotional packend. Also eher Drama? Auch ja.
Ja, ich finde, Drama ist dann fast falsch. Melancholisch. Ne? Ja, ich musste immer an BFG denken oder so. Ich dachte, Nee. Mach dich frei davon. Wirklich, okay. Also nichts damit zu tun. Ein ganz fantastischer Film. Das ist auch so ein Film, den guckst du dir an, der packt dich. Ne? Ja. Der schüttelt dich. Hat in Spanien auch sämtliche Goyas abgeräumt. Bis auf den Jungen, den haben sie nicht nominiert für besten Newcomer. Und das Krasse ist, der Junge hat fast eine ähnliche Geschichte zu vermelden, wie in dem Film geschildert wird. Ja? Das ist nochmal der Oberhammer an der ganzen Geschichte. Ach so, das wusste ich zum Beispiel. Das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Aber der Junge, der hat ein ähnliches Schicksal wie die Figur in dem Film, die er spielt. Und das finde ich halt echt krass. Wie heißt der jetzt noch? 7 Minuten nach Mitternacht. Mein geheimer Liebling spielt auch. Toby Kebbell, ja. Toby Kebbell oder Kebbell. Auf Englisch, wie heißt der? So. Wie heißt der auf Englisch? A Monster Calls. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die Werbung. Ihr könnt noch mal euch diesen Film auf die Liste setzen und dann melden wir uns gleich zurück. Willkommen zurück zum Jahresend-Special von Kino Plus. Du hast was in der Nase übrigens. Okay, ich gehe jetzt schnell weiter. Ja, wir waren jetzt ja ganz gut im Fluss. Berlin Rebel High School, das Ende ist erst der Anfang. Denke ich an Deutschland in der Nacht. Waren alles drei, ja, okay. King Arthur, Legend of the Sword. Nicht gesehen. Schade, ne? Ja. Ich meine, da ist auch wieder das Problem, dass sie dann sagen, wir wollen daraus eine Serie machen. Die sagen dann nicht eine Trilogie, sondern wir wollen daraus 7, 8 Filme machen. Und dann denkst du so, mach doch erstmal den ersten gut. Und dann kannst du danach alles erzählen. Aber obwohl ich den nicht so schlecht Die Idee ist ja, aber hier Charlie Hunnam, der kriegt Pacific Rim, der erste. Jetzt im zweiten ist er nicht dabei, weil das erste so schlecht war, aber es gibt trotzdem zweiten. Guy Ritchie hat ja eigentlich. Also Erfahrung, sowas zu rebooten, aber egal. Aber muss nicht jedem gefallen. Also es ist immer ein bisschen riskant, weil ehrlich gesagt, wenn du hörst, König Artus, Guy Ritchie, dann weißt du sofort, was du bekommst. Aber Guy Ritchie ist auch nicht mehr Guy Ritchie, seit er noch Blockbuster macht. Es ist auch nicht mehr so richtig cool, dieser Style. Aber lieber habe ich so einen Blockbuster, als wie zum Beispiel jetzt, was jetzt als nächstes auch demnächst kommt, Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Ich habe das schon seit 3 Teilen nicht mehr gesehen. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen King Arthur und Pirates of the Caribbean, dann ist mir King Arthur lieber. Auch da wieder. Oder wenn die dann weiter. Achso, wir waren noch gar nicht bei Pirates. Nee, wir waren noch gar nicht bei Pirates. Sondern oder wenn ich die Wahl habe zwischen einem Blockbuster wie Alien Covenant, der jetzt in der nächsten Woche kommt, und King Arthur, dann bin ich, tut mir leid, so traurig es auch ist, bin ich mittlerweile bei King Arthur. Ich auch. Im Nachklapp betrachtet ist Alien Covenant eigentlich immer nur noch ein Scheißfilm. Ganz im Ernst, je länger der in mir sozusagen gärt, desto beschissener finde ich den. Desto mehr ärgere ich mich drüber. Das ist eine Frechheit. Lass sie raus, die Wut. Nein. Junger Padawan. Also ganz im Ernst. Fühle wie die. Und ich lass sie raus. Ich meine, der hat ein paar ganz gute Momente. Ja. Aber der Argument ist doch allein vollkommen scheiße. Er ist schwachsinnig, aber... Ich bin voll auf Schrägseite. Voll auf Schrägseite. Furchtbar, ansonsten. Och, ich gehe jetzt mal rein. Da liegt Blut auf dem Boden. Ich rutsch mal aus. Ach ja, komm, Tür da. Auf, ich bin schon angefressen. Ja, ich geh wieder raus. Ja. Was alles Schwachsinn. Alles Schwachsinn. Nee, und vor allen Dingen, ich verstehe... Also, ich meine, ich habe so momentan echt ein Problem mit Ridley Scott und seine Golden Globe-Nominierung. Aber, Fassbender, cool, aber das Ende ist so klar. Ja. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Ja, ne? Natürlich. Das überrascht niemanden. Nee, und vor allen Dingen, Ridley Scott ist ja ein geiler Filmmacher, aber dann macht er einen Schnitt an der Stelle, wo du weißt, aha, okay. Ja. Jetzt weiß ich, welcher von den beiden dann am Ende dann auftaucht. Genau. So eine Scheiße. Ja, du hast nicht vergessen, dass Ridley Scott sieht sich in erster Linie als Abarbeiter von Aufträgen, ja? So. Ja, wenn das du den Interviews, genau, der ist nicht mit Liebe und Herzblut dabei, der kriegt ein Skript oder schreibt das vielleicht auch und sagt, oh, jetzt machen wir nur ein Alien, oh, was wollen wir machen, oh, letztes Mal hat das nicht so gut funktioniert, aber wir wollen dies und das ja noch weiter erzählen, so, dann machen wir das jetzt. Der hat halt, da ist keine Leidenschaft. Ich glaube, so der letzte leidenschaftliche Film war wirklich Gladiator oder so. Aber ich sag dir eins, der hätte Blade Runner 2049 verhupst. Ja. Der hätte den so dermaßen gegen die Wand gefahren, deswegen Denis Villeneuve. Jetzt kommt er nachher auch nochmal zu Blade Runner, aber ich möchte Ridley Scott auch ehrlich gesagt gar nicht mehr als Filmemacher sehen. Ja. Diese ganze Posse jetzt um diese Kevin Spacey-Geschichte mit Christopher Plummer, dass ihn die Globe, also dass die ihn wirklich, die Hollywood Foreign Press Association, nominieren dafür, das ist ja nicht, weil er gut war, sondern ein politisches Statement. Moment. Erklär mal ganz kurz. Christopher Plummer ist jetzt nominiert. Christopher Plummer für die Rolle, die eigentlich Kevin Spacey gespielt hat. Und Ridley Scott ist nominiert.
für alles Geld. Ja. Oh, das ist dann echt scheiße. So, ich finde, das ist das, was bei politischen Entscheidungen echt nicht das cool ist. Nee, das ist echt so, das ist, das, dafür ist das so. Aber da reden wir später nochmal drüber. Ja, okay, okay. Ja. Machen wir kurz weiter. Ich lese jetzt. Fairerweise muss man sagen, The Martian war okay. The Martian war okay, war okay. Aber hat aber auch eine perfekte Vorlage geliefert, die wahrscheinlich jeder andere Regisseur mit Matt Damon genauso. Und das war ein geiles Buch. Und bei Alien Covenant merkst du einfach, keine Idee. Ja. Keine Idee. Haben das nicht wieder diese Schwachmarken geschrieben? Lindelof war das doch. Ja, siehst du, da hast du es. Damon Lindelof? Ja, der macht Lindelof war das, ja. Dieser Vollidiot. Hier, Berlin Syndrome. Das ist nicht der Berlin Fallen. Okay. Churchill, Pirates of the Caribbean. Berlin Syndrome ist diese Gefängnis. Also eingesperrt. Hab ich nicht schlecht. Habe ich ausgemacht. Ich fand den nicht so schlecht. Nee, hab ich fand den nicht schlecht. Habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, war mir zu doof. Das ist doch mit Riemel, ne? Genau, mit Max Riemel. Song to Song. Ganz kurz, Pirates of the Caribbean, ganz kurz. Zwei Minuten. Eine Minute. Ja, mach, hau rein. Nein, ne, Nummer 5. Also, wir brauchen nicht drüber reden, dass der erste immer noch mit Abstand der geilste ist. Ja. Ne? Mhm. Der geilste, weil sie ihn auch machen lassen. Und der fünfte jetzt, Salazars Rache, auch wenn hier unser lieber Freund, na, wie heißt er nochmal? Gore Verbinski. Javier Bardem mitspielt. Ich meine, das ist ganz geil gemacht mit seiner Frisur, ne, die ganze Zeit. Aber ey, das, ich finde, es eine Parodie eines Films auf einen Piratenfilm. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Also der parodiert sich durch den Film selber. Die ganzen fünf Teile. Ich finde es so schade. Wer hat in der Regie geführt? Die zwei Jungs, die Kon-Tiki gemacht haben. Noch die. Wer? Kon-Tiki? Ja, genau. Die beiden sind das sind Skandinavier, sind Schweden? Schweden oder so. Echt? Ja, ja. Ja, super. Kon-Tiki ist ein Abenteuerfilm über die erste Atlantiküberquerung oder so. Oder Atlantiküberquerung auf einem Floß von irgendwelchen. Ganz toll. War auch vor 3 Jahren. War für einen Oscar nominiert. Genau. Drei, vier Jahre. Und wie viel? Und wann, was war der letzte aus der Reihe, den Verbinski gemacht hat? Ich hatte den dritten noch gemacht. Den dritten, glaube ich. Danach war es vorbei, ja. Ja. Okay. Aber wie gesagt, schade. Hatten Sie mit der Pause richtig Möglichkeiten? Mich hat selten in diesem Jahr ein Film so kalt gelassen wie Pirates of the Caribbean 5. Aber damit hat sich auch die Reihe erledigt, denke ich mal. Oder? Weil schon. Ich meine, gefloppt ist ja auch. Ja, er ist nicht ganz gefloppt. Nee, leider nicht. So, Song to Song hat wahrscheinlich auch keiner, der letzten Terrence Malick. Ne? Dann machen wir weiter. Ich komme mit Malick auch nicht mehr an. Nee, ich Baywatch, Gregs Tagebuch, Böse Falle, im Zeiten des Abnehmens Licht. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Irgendwas auf der Liste? Baywatch ist für mich eine Katastrophe des Jahres. Ja. Der ist genauso unnötig. Den habe ich gegen die Wand gefahren. Volley gegen die Wand gefahren. Richtig gegen die Wand. Den habe ich ausgemacht und ich kann mir ab und zu mal richtig dumme Slapstick-Filme geben. Wenn, ich bin ja jetzt nicht mit der Erwartung da reingegangen. Aber 21 war ja gut. Genau, so. aber der ist ja einfach nicht ein einziges Mal lustig gewesen in der ersten Dreiviertelstunde. Okay. Also da war nicht mal was, wo du sagen kannst, ja okay, komm, der war aber ganz okay, der Joke. Der war einfach nur scheiße. Ja, und auch so konfus zusammengeschnitten, weil sie halt einfach irgendwie keine Leute am Set hat. So eine latente Homoerotik, die da irgendwie mitschwingt, irgendwie, wo ich mich frage, ja okay, die haben alle geile Sixpacks und Muggis, aber wer will das denn eigentlich? Also nee, ist einfach so ein Körperkult. Inszenierung. Ja, völliger so, dann geht's weiter. The Dinner, Born to be Blue, mein bestes Stück. Moment. The Dinner? Ist es The... Ist nicht The Party. Der Low-Budget-Film. The Dinner ist mit Richard Gere und Steve Coogan. Ah, okay. Das ist nicht The Party. Nee, Moment. The Party ist der, den wir bei mir gesehen haben. Dieses Theaterstückartige, ne? Genau. Mit den ganzen Familiengeschichten. Und wie hieß denn dieser Low-Budget-Film, wo sie zum Essen geladen werden von ihren Freunden, die sie so lange nicht gesehen haben, die in Südamerika waren? Bei so einem, wo die so sektenmäßig. Ja, bei dem Kult. Invitation. Genau. The Invitation, ja. Ah, Invitation, okay. Wollen fand ich auch gut. Die Mumie. Plan B, scheiß auf Plan A, Whitney, can I be me? Mumie, ganz kurz. Nett angefangen, aber auch versemmelt. Ja. Ja. Nett ne? angefangen. Ab der Mitte geht der Film leider in die Mitte. Wie gesagt, für mich auch ein großer Haken. Russell Crowe und auch wieder diese Universum. Ja, wir teasen schon mal alles an. Genau. Also schon mal im Vorwege sagen, was wir dann alles daraus machen, anstatt den Film einmal vernünftig zu machen. Ja. Plan B, scheiß auf Plan A. Möchte ich auch eine Lanze für brechen. Ja, war ein charmanter Film, auch wenn er nicht wirklich handwerklich der Beste war, aber ja, das Herz am rechten Fleck. Wie die den gedreht haben, die Jungs. Ne? Also auch nochmal von mir. Ah, top. Der Kung-Fu-Film. Ja. Genau. Ganz großen Respekt. Wenn meine Liste irgendwie, wenn ich mal mich entscheiden soll, die Liste noch länger zu machen, dann kommt der auf jeden Fall auch die drauf. Die war auch mal bei uns hier. Hier. Super Jungs. Ne? Ja, super Jungs. Weiter geht's. Wir sind Mitte Juni. All Eyes on Me. Das Belko-Experiment. Bob der Baumeister, das Megateam. Loving. Kam dann endlich auch mal ins Kino. Joel Edgerton. Ja. Das ist für mich übrigens ein geiler Schauspieler. Ja, Joel Edgerton. Ja, der ist schon cool.
Ja, Norwegen? Ach ja, mit, mit Rutnegger. Dann ja, Mädelstrip, Wonder Woman, wunderbare Garten Wonder der Woman. Bella Brown. Das ist doch der Film, den ihr alle meint. Nee, warum habe ich meine Erweiterliste? Echt? Also ich weiß, wir kamen raus und haben alle gesagt, wow. Wir wussten, als wir rauskamen, nicht, okay, wir fanden ihn alle gut. Fanden wir ihn jetzt gut, weil wir eigentlich so viel Enttäuschung gewöhnt waren aus dem DC-Universum? Oder ist er jetzt wirklich gut? Nee, eigentlich hatten wir Spaß. Aber ich habe dann beim zweiten Mal gucken gemerkt, so richtig mega ist der nicht. Aber der ist auf jeden Fall ein guter Film. Ist auch in meiner erweiterten Liste, aber ist nicht in meinen Top 10. Aber in der erweiterten Liste. Ich fand, dass von den Superheldenfilmen fand ich das dieses Jahr echt den charmantesten. Ich hab definitiv den absoluten superhelden Film. Spider-Man Homecoming ist ein mega Film. Ja, sehe ich nicht so, aber ist ja egal. Aber Wonder Woman, jetzt mal ganz im Ernst, das stimmt. DC hat Kacke gemacht. Mhm. Ne? Justice League haben sie auch wieder nicht verstanden, was sie da machen wollen. aber Wonder Woman war charmant. Ich finde Gal Gadot perfekt besetzt. Du musst gar nicht besetzt sagen. Du offene Türen ein. Gal Gadot ist, ich habe gesagt, das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und vor allen Dingen, die ist so bezaubernd. Ne? Also ich war ja für Justice League dann in London und habe mit den anderen Interview gemacht. Mega professionell. Das war die einzige von all diesen Honks, neben Ezra Miller, der war ehrlich gesagt, der war das Tüpfelchen auf eine EI, was das alles aufgelockert hat. Aber Jason Momoa, Ben Affleck und hier unser Cyborg, was für Honks, ne? Was für unfassbare Honks. Und Gal Gadot in der Mitte, die ist einfach... Freunde von mir haben mit der auch gedreht und haben auch erzählt, die haben selten eine so professionelle und respektable beziehungsweise auch respektvolle Person am Set gehabt. Genau, ich habe die ja so ein bisschen gestalkt im Internet, mir ganz viele Interviews angeguckt, in Talkshows und so. Und die ist ja blitzgescheit, ne? Also die ist super smart, hochintelligent und ist einfach auch total bodenständig und einfach so sweet. Okay, und schätzt das, was sie macht. Aber macht sie den Film? Ich finde halt einfach, der Schwachpunkt, oder was heißt der Schwachpunkt, was mir an Wonder Woman nicht gefallen hat, weshalb er bei mir nicht drin ist, ist irgendwie so das ganze Setting drumherum, was mir nicht so gefallen hat. Dieses erste Weltkrieg-Setting. Ich fand das irgendwie alles so ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen dröge. Und sie hat mir zum Beispiel in Justice League hat sie mir mit am besten gefallen. So. Mhm. Da finde ich, hat sie den Film mehr oder weniger gerettet vom absoluten Desaster. Aber Wonder Woman hat mich gut unterhalten, war aber jetzt auch so ein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. So, ja, und deshalb ist er bei mir auch nicht in den Top. Aber genauso wie bei mir. Ja. Ich fand's schön, wie mit dieser Heldenfigur umgegangen worden ist, denn es war halt nach all diesen anderen ironischen Ansätzen mal eine richtig schöne Abwechslung. Mhm. Die halt aufrichtig ist und an ihre Sache glaubt und genau deswegen gebrochen wird und nicht schon von vornherein als Zweifler. Innerhalb der Geschichte auch Sinn macht. Genau, und die nicht halt gleich schon von Beginn an als Zweifler irgendwie installiert wird. Ja, aber diese ganzen Szenen mit ihr, wie sie dann überhaupt diese Etikette... Dieses Fish-out-of-Water-Thema. Ja, das hat sie so charmant gemacht und das war auch nicht überspitzt, das war nicht Slapstick, sondern das war nett. Das Finale, war richtig charmant und... Das Action-Finale da oder dieses Effektgewitter, das war Murks, da kann man nicht drüber streiten. So. Aber das ist ein riesen DC-Problem. Ja. Ne? Obwohl der Twist nicht so verkehrt war. Alles davor war cool. Nee, ich meine, der Twist war aber auch nicht verkehrt. Okay. Also habe ich nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Okay. So, machen wir weiter. Transformers The Last Night hat wahrscheinlich keiner in der Liste, oder? Schade. Ich habe den letzten Blu-ray jetzt endlich mal beendet. Wie heißt der? The Last Night. Okay, ich dachte gerade. Ey, wirklich, da hat Michael Bay alles über Bord geschmissen. Ne? Alles, was irgendwie, ein reguläres Filmemachen ausmacht. Dem ist doch alles scheißegal. Dem ist auch wirklich alles scheißegal. Der macht das einfach. Der will einfach ein paar Explosionen sehen. Aber der muss. Also man muss ja auch sagen, das macht er seit Transformers 1, ne? Nee, da war es besser. Ja, okay, aber was hat er denn eingespielt? Also, dass die überhaupt noch Michael Bay hinter die Kamera lassen? Ja, der war diesmal aber gar nicht so erfolgreich. Der hat zwar in Asien sein Geld wieder eingenommen. Also in Asien wurde er gerettet. Wurde er gerettet, ja, aber der Rest der Welt, der war nicht so geil. Okay. So, dann, was hatten wir? Tube Light, Axolotl Overkill, Girls Night Out, Overdrive, Sommerfest, die Verführten. Nochmal Nicole Kidman, kann man sich mal reinziehen. Das ist der neue Film von Colin Farrell. Elle Fanning und Kirsten Dunst. Also top besetzt. Und da ist. The Beguiled heißt er im Original. Genau, und ich finde Colin Farrell, ne? Der zeigt echt, was der kann. Ach, der kann ja auch was. Der zeigt es wieder. Er hat jetzt endlich mal die besseren Filme. Genau. Ja, natürlich, aber jetzt hat er auch das Alter, wo er halt nicht mehr der Schöne, der coole
irre ist, sondern wo er halt auch ein bisschen was Ernstes gemacht. Ich mag einfach, und da bin ich jetzt wieder in einer ähnlichen Situation wie Eddie, ich mag einfach dieses Setting nicht. Bin ich Fan von 1890-Geschichten einfach. Ich gucke mir das nicht gerne. Ich mag nicht die Ausstattung automatisch und die Kleidung. Ja, vielleicht hast du in einem früheren Leben in dieser Zeit gelebt. Das hier noch ein Riesenflop, Casino Undercover, The House heißt der mit Will Ferrell. Ja. Das Pubertier der Film. Hier, ein Film, den ich auch, den habe ich erst in der großen Liste gehabt, habe ihn dann aber doch nochmal rausgeschmissen, aber den fand ich wirklich gut. Die Erfindung der Wahrheit oder im Original Miss Sloan mit Jessica Chastain. Mhm. Ich weiß, habe ich seit Ewigkeiten zu Hause als Screener von dir bekommen. Vom offiziellen, doch, ich habe immer Bock und immer, wenn ich denke, jetzt heute Abend, denke ich so, ah nee, warte, dann habe ich vielleicht hab ich noch einen schönen Film für morgen. Aber ich habe immer im Hinterkopf, dass du gesagt hast, der so toll ist. Der ist und, gut, und auch gerade Jessica Chastain ist richtig gut. In der ersten Rolle mag ich ihn. Aber irgendwie hat die so ihren richtigen... Nee, die kommt auch nicht in die ganz hoch, nicht so, ne? Doch. Jessica Chastain. Ich mein, ja. Aber sag mir doch mal, weibliche Schauspielerin, die so zu den Megastars gehören. Ich würde sagen, die gehört schon dazu mittlerweile. Also, aber das finde ich Amy Adams zum Beispiel. Und jetzt bei dem Stone, Amy Adams, Emma Watson, die sind alle an dir vorbei. Ja, würde ich auch sagen. Also nicht in der Qualität, aber in dem Standing. Ja, genau. Okay, aber vielleicht ändert sich das jetzt, weil sie ist ja in dem Aaron Sorkin-Film jetzt. Und Der Molly's Game, ne? Mhm. Molly's Game, diesen Poker-Illegal-Poker-Film. Und der kriegt ja schon sehr gute Bewertungen im Vorfeld. Und immer wieder wird gesagt, sie wäre die absolute Bombe. Ja, die ist auch vielleicht Bombe. Ist das jetzt ihr Start nach ganz oben. Oh, super. Ich würde also bei der immer das nicht sagen, dass die ganz unten ist. Ich habe das Gefühl, also sie ist ja zum einen jetzt für den Golden Globe nominiert. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Parts kriegt, die früher Julia Roberts gekriegt hat. Kann das sein? Nein! Julia Roberts hat die Nice Guy-Rollen bekommen. Oder? Ja, Miss Sloan ist was alles andere als Julia Roberts. Okay. So, ich mach mal weiter. Ich einfach unerbesserlich 3. War ein Riesenhit in Deutschland. Small Town Killers. Auf der anderen Seite ist das. Berlin Falling. 13. Der war Mitte Dings. Ist in meiner erweiterten Liste. Hatte ich überlegt, ob ich in den Top 10. Aber ich muss gestehen, ich habe ganz tief in mich reingehorcht und dachte dann so: Nein, das wäre wieder so eine politische Geschichte, weil ich gerne einen deutschen Film da drin hätte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nein, die anderen Filme haben mir besser gefallen, also leider. Aber dann kommt ja jetzt ein Top-10-Film von dir, Spider-Man Homecoming, war auch Mitte Juli. Lass ich nichts drauf kommen, war erst nach dem Kino, dachte ich, ja, ich finde ihn super, aber erstmal sacken lassen, so. Dann habe ich nochmal geguckt und er war besser als beim ersten Mal und dachte ich, okay, super. Also nee, das ist endlich mal wieder ein richtiger Superheldenfilm, der rundum Spaß macht. Das ist das, was der Film macht. Er macht Spaß und er hat ein paar echt gute Twists und eine der besten Szenen in allen Marvel-Filmen, in denen nur drei Leute in einem Auto sitzen und sich unterhalten. Ja, weißt du, welche Szene? Ich mag den Film tatsächlich auch ganz gerne, weil er einfach wirklich Spaß macht, im Prinzip von Anfang bis Ende. So ein richtig schöner Ding. Es gab so ein paar Sachen, ich hätte mir gerne noch mehr so Highschool-mäßig was gewünscht. Ich finde, weil da hat der Film auch seine Stärken. Und ich muss sagen, ich fand das Finale fand ich schwach. Den Showdown fand ich ein bisschen schwach. Da hat er nicht seine Stärken gehabt. Aber es ist ein guter Einstand für Tom Holland, der, glaube ich, ein echt guter Spider-Man ist. Ich fand auch den ganzen Iron Man Part irgendwie eigentlich nutzlos. Also echt? Aber ich fand das so sympathisch. Gibt die ganze Zeit, die Iron Man irgendwie kriegt, gibt die Michael Keaton. Ey. Das wäre viel besser. Also das wäre meiner Ansicht besser. Aber ich finde den auch sehr sympathisch. Zeit, der hat auch viel Zeit. Aber auch Keaton und die Rolle und die Figur als Bösewicht einfach nur ist ein Bauarbeiter, der irgendwelche Reste findet und dann unter, nicht ich mache jetzt groß Business, sondern genau das, wie man es eigentlich machen würde. So undercover, ja, wir wollen nicht auffallen, wir machen kleine illegale Deals mit dieser Technik, aber wir wollen halt nicht die großen Superhelden auf den Plan rufen. So, das finde ich auch. Und ich fand das Ende mega mit Iron Man, deswegen finde ich es doch gut, dass er da hin und wieder auftaucht, wo er ihn da vor die Reporter packen will und dann sagt so, nein, das war nur ein Test. Ja. So, das ist, aber halt auch ein Film, der leider anhand des Trailers wieder gegen sich gearbeitet hat. Hab dann zum Glück nach dem ersten Trailer keine Trailer mehr gesehen und wurde deswegen, ich danach herausgefunden habe, dann tatsächlich überrascht. Weil aber sag mal, ist das dritte Reboot von Spider-Man innerhalb von zehn Jahren? Ne? Ja. Und der erste richtige, wie viele Marvel-Comic-Leser-Fans sagen. Und ich kann das irgendwie so ein bisschen nachempfinden. Ich weiß noch, als sie ihn vorgestellt haben, als den neuen Spider-Man. Ich weiß noch, ich glaube sogar, wir saßen hier und haben gesagt, was soll das denn mit diesem jungen Bengel? Und dann habe ich eine Woche sacken lassen und dachte, ey, eigentlich ist es gar nicht schlecht, weil die ganzen anderen Avengers, die sind alle halt
15 Jahre älter, 20 Jahre älter. Das ist cool, wenn so ein junger Bengel dazwischen kommt, dann gibt es da eine andere Dynamik. Und genau das spielen sie aus. Ne? Wenn Iron Man, wenn Tony Stark zu ihm kommt und er ist einfach die dicke Hose. Und das war übrigens interessant, das war eine der ersten Szenen, die sie gedreht haben. Und Tom Holland hat total Respekt von Robert Downey Jr. natürlich. Ja, und der hat, und der hat genau deswegen diese Szene ausgespielt. Da ist ganz viel improvisiert gewesen. Er setzt sich hin und sagt so, ja, du darfst dich auch setzen, so setz dich mal hin. Und, weil Tom Holland so eingeschüchtert war. Und das spielt halt in den Film, in die Geschichte rein. Ja, cool. Und sowas macht den Film halt schön. Aber ich finde, gut. Ja, aber ich finde, du siehst einfach auch, der Marvel hat einfach einen klaren Plan. Ja, aber und Sony wissen, hat leider noch zu viel Einfluss gehabt. Und ja, ich halt, genau, man merkt halt alles an Sony, merkt man an diesem Film an und das ist halt das, was den Film trotzdem nicht so gut macht. Das ist immer noch ein Riesenunterschied in der Leichtigkeit, im Cast, in der Geschichte. Ne? Also, ja, Händchen für gute das Leute. Das ist alles so schwer. Zack Snyder macht alles so. Ja, die haben einfach auch 10 Jahre Vorsprung und das merkst du, dass DC versucht, 10 Jahre Vorsprung aufzuholen. Aber überleg mal, die haben das aus der Hüfte geschossen. Das war, die haben eine Firma gegründet und haben gesagt, wir machen jetzt Filme. Wir wissen, wie man Geschichten erzählt. Das machen wir seit 50 Jahren oder 40 Jahren. So. Und wir wetten darauf, wir holen jetzt die Leute, von denen wir denken, dass sie die gleiche Vision haben. Und wir haben einen Head-Off-Fiek, der genau weiß, ich will das machen. Die planen, vor 12 Jahren haben die geplant, wir machen diese Geschichte, wir bauen das hier auf, diese Charaktere. Und dann verbinden wir das und dann wird es immer größer und so. Und das hat funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viel Respekt man davor so einer Leistung haben kann. Als erstes Studio. Also, und alleine dieser Captain America versus Iron Man. Ne, wie heißt Civil War. Civil War. Ist auch gut. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Superhelden da drin sind. Ne? Ja. Also wie viele Handlungsstränge, ne, Egos und wie die das am Ende... Also der Film ist super. Super. Ich finde den auch. Ich finde den auch gut. Super. Großartig. Und dann guckst du dir aber Justice League an und die haben nur 4. kriegen nicht mehr das. Aber super. Die haben sie nicht einzeln eingeführt. Nee, fairerweise muss man mal sagen, guck dir Age of Ultron an. Da waren es auch 14. Den mag ich nicht. Und da hat es nicht funktioniert. Ja. Da haben sie gemerkt, okay, so geht's nicht. Ja. Und das hatten die Russos als Blaupause. Hm. Warum die Warners oder DCs das nicht gemacht haben oder genutzt haben als Merkmal oder sonst irgendwie oder als Mahnmal. Weiß man auch nicht so, aber da hat man halt schon gesehen, okay, das hat nicht funktioniert. Ja, das haben sie bei Civil War deutlich besser gemacht. Aber die Russes waren natürlich ein absoluter Glücksgriff, ne? Dass sie die Typen genommen haben. Ja. So, wir müssen leider weitermachen. Sorry, dass ich das jetzt so ausgedrückt habe. Nee, super. Ansonsten, in der nächsten Woche gab es nur noch Valerian. Fand ich nicht so schlecht wie gedacht. Schade, muss ich aber schade. Gestehen. Weil ich mag Luc Besson. Ich mag, aber vor allen Dingen, glaube ich, mache ich seine alten Filme. Wenn er nicht ständig seine Hauptdarsteller dann knallen und heiraten würde, fände ich das auch ganz gut. Dann der? Natürlich. Der war doch sogar mir mit meiner absoluten Traumfrau. Wie heißt er noch? Mila Jovic? Mila Jovic. Ach, deshalb, da kommt die Wut her. die schwingt immer noch. So, dann, die nächste Woche hat es dann aber in sich gehabt. Denn da kamen dann direkt Baby Driver, Dunkirk, The Party, sie nannten ihn Spencer, Wish Upon, Ostwind, Aufbruch nach Ora, Max, Agent auf 4 Pfoten. Ja, das sind auf jeden Fall viele Themen. Also ich sag's gleich und ich muss es auch gar nicht großartig, ich will's. Dunkirk und Baby Driver habe ich beide in meiner Top 10. Ich auch. Weil ich die beide, das ist für mich jeweils Kino. Es ist nicht unbedingt die Geschichte, die hier überzeugt oder der moralische Konflikt hier, was weiß ich, aber einfach die Anspannung, die der eine Film kreiert und die Vision, die der andere Film auf die Leinwand zaubert, ist für mich das, was Kino ausmacht und dementsprechend habe ich diese beiden Filme in meiner Top 10. Ja. Ich kann vollkommen verstehen, dass du so fühlst. Ich kann nur sagen, zum einen bei Dunkirk hat er bei mir nicht das erreicht, was er eigentlich erreichen sollte, nämlich, dass er Emotionen weckt, letzten Endes. Also mich hat er schlichtweg kalt gelassen. Ja? Ich weiß nicht, warum, aber ich saß da und dachte so, jetzt passiert das, okay, jetzt passiert das. Aber ich fand ihn weder spannend, noch bedrohlich, noch einen guten Kriegsfilm. Ich meine, der ist natürlich handwerklich und optisch perfekt ausgeführt. Aber die Geschichte, ich weiß nicht, hat mich nicht mitgenommen. Ganz kurz, bevor du weitermachst. Ja. Also bin ich auch bei dir, der war handwerklich, fand ich den auch gut. Mega. Ja. Aber ich habe so viele Kriegsfilme gesehen und ich finde, da sticht er einfach nicht heraus für mich. Ja. Und ich weiß natürlich, dass es zum Konzept gehört, dass es im Prinzip keine Hauptperson gibt oder keine wirkliche Figur, mit der man mitfiebern soll oder so. Aber letztendlich hat das dann eben auch die Wirkung erzielt, dass es mich tatsächlich auch ein bisschen kalt lässt. Und war so auch so ein Film, der bei mir erstaunlich wenig hinterlassen hat.
Aber ich finde, wenn man sich für Kino interessiert, ne, und gerne ins Kino geht und sich gerne Filme anguckt, dann finde ich, ist das wirklich beeindruckend, wie das umgesetzt wurde. In der Dimension, in der Art und Weise, wie natürlich, es filmisch umgesetzt wurde. Aber ich sehe es genauso wie ihr. Es ist nicht der emotionale Anker, der mich gepackt hat, sondern es ist für mich die... Ja, es ist für mich die Inszenierung. Ja. Komplett die Inszenierung. Ja. Aber nicht die Geschichte, dass ich da gesessen habe und gesagt habe, weil dafür tauchen die Figuren einfach alle zu. Also nicht. Obwohl der Junge auf dem kleinen Boot da, der Tatenreich. Ja, aber nicht in der Tiefe auf, ne? Aber das ist, ich meine, geile Schauspieler, beeindruckende Bilder, aber deswegen ist er für mich auch da. Ja, aber ich habe ihn halt als diese Momentaufnahme gesehen, die er vielleicht sein möchte, und dementsprechend für mich hat er wundervoll funktioniert und hat mich gepackt. Ich fand das geil. Cillian Murphy liebe ich ja auch mittlerweile, ne? Ja, mittlerweile mag ich ihn auch mehr. Ja, tatsächlich? Ja. Ich hatte so viel Hass gegenüber diesem Mann gehabt. Aber ich konnte das nicht verstehen, ich mochte den auch immer. Ich weiß nicht, ich habe den nie irgendwie richtig leiden können. Der war mir einfach unsympathisch. Was soll ich sagen? Es gibt Menschen. Ja, aber hier Peaky Blinders, ne? Ja, dadurch habe ich ihn so ein bisschen... besser schätzen gelernt. Okay, ich wollte noch auf Baby Driver kommen. Auf Baby Driver. Ich kann auch hier bei dem Film vollkommen verstehen, dass die Leute ausflippen, wenn sie diesen Film sehen. Sind sie ja gar nicht. Aber ich glaube, das ist eine spezielle Sparte von Menschen, die von diesem Film angesprochen werden, genauso wie es damals bei dem Vorfilm von ihm war, dem Gamer-Film. Scott Pilgrim. Für mich ist das jetzt nichts Dolles. Okay, ich mache das auch beruflich, vielleicht auch deswegen. Aber viel mehr darüber hinaus habe ich bei dem Film das gleiche Problem wie bei Dunkirk, denn er hat mich wirklich absolut kalt gelassen. Der berockt natürlich visuell ganz gut was weg, aber das hält sich so 20 Minuten. Danach hast du dich auch satt gesehen daran und an dem Schnitt und an der Musik und an dem alles greift rhythmisch ineinander und geht halt echt nach vorne. Mir waren die ganzen Leute vollkommen egal. Und mir war völlig egal, was mit denen passiert. Und deswegen... Ich bin leider bei dir, weil du hast den ja auch sehr gehypt im Vorfeld. Und ich wollte ihn... Ich habe einfach gesagt, ich finde ihn geil. Ja, ich wollte ihn so gerne mögen. Ich wollte ihn auch gut finden. Weil der eigentlich alle Elemente hat, die ich an so Filmen mag. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Film überhaupt nicht warm geworden. Ich fand auch, da war keine richtige Charakterentwicklung. So der Typ, der Hauptdarsteller, war von Anfang what you see is what you get. Er war einfach von Anfang dieser mega coole Typ, der einfach alles richtig macht. Nominiert für den Golden Globe, ne? Ja, Quatsch, echt? Und was, er? Ja. Und ich Rolle. War, also wenn ich den zum Beispiel mit einem Drive vergleiche von Winning Refn, genau das Ding. Das ist für mich eine andere Liga, tut mir leid. Das ist, da hilft es auch nicht, dass irgendwie der Film gut geschnitten ist auf die Musik oder dass das im Prinzip ein Soundtrack ist. Oder das ist ein Musikvideo im Grunde. Oder ein Musikvideo, das hat es für mich nicht rausgerissen, dafür war mir das alles irgendwie zu egal und zu belanglos alles ist. Es tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, es sieht alles cool aus. Auch jetzt, wenn ich das sehe, ich habe mich wirklich gelangweilt bei dem Film. Ich nicht. Ich bin auch auf Schröckseite. Das ist auch bei mir in den Top 10. Okay. Also, weil ich hatte da überhaupt gar nicht den Anspruch. Nee, den hatte ich auch nicht. Ich bin da reingegangen. Ihr habt nicht den Anspruch. Ihr müsst doch den Anspruch haben, von einem Film unterhalten werden. Ja, bin ich. Du saßt hier in dieser Sendung und hast eine Lobrede auf den Trailer abgelassen. Wie geil dieser Trailer ist. Und dieser Film wird der Beste. Ja, und ihr fandet alles scheiße. Genau. Ich gehe in diesen und ich sehe diesen Trailer und ich sehe irgendwie das, was sie versuchen draus zu machen. Ein Fast and Furious für kleinere Leute oder für jüngere Leute so. Und ich denke mir so, gefällt mir das wirklich? Ist das wirklich das, was ich sehen will? Und dann sitze ich in diesem Film und ich sehe, nee, der ist ja was ganz anderes. Da ist jemand, der hat seine Liebe zur Musik, seine Liebe für Bewegung und seine Liebe zu irgendwelchen, wie soll man sagen, ich will nicht sagen B-Filmreißern, aber das sind halt so Filme wie Straßen in Flammen oder was weiß ich, wo es nicht um die Tiefe der Figuren oder sonst irgendwas geht, sondern wo es um die Gefühle, um den Moment, um die Situation, um die Aufgabe geht. Und das, finde ich, hat dieser Film einfach hervorragend gemacht, plus dann halt den Schnitt, die Musik auf die Bilder abzustimmen oder die Bilder auf die Musik abzustimmen. Denn, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie die Songs ja nicht irgendwie im Nachhinein eingefügt, sondern haben sie schon beim Dreh, laufen lassen. Und da das alles aufeinander abzustimmen, plus die ganzen Referenzen und Verweise an diese Getaway-Movies, die ihr halt alle geil findet und so weiter und so fort, da merke ich, da ist jemand, der liebt das Medium und der möchte seine Liebe zu diesem Medium in Form von diesem Film zum Ausdruck bringen. Und das respektiere ich. Das respektiere ich auch. Ja. Aber es hat mich trotzdem kalt gelassen.
Nee, genau, aber ich möchte noch einmal, weil du dich ja gerade drüber aufgeregt hast, also mit dem Anspruch, ne, das heißt nicht, ich gehe in den Film rein und sage, mir ist alles scheißegal, aber ich bin in den Film reingegangen und habe gesagt, ich erwarte jetzt etwas relativ Klares. Ne? Also ich erwarte jetzt keine unglaublich vertrackte, verzwickte Story. Ich erwarte nicht jetzt Wahnsinns-Überraschungsmomente, sondern ich erwarte, dass das, was mir der Trailer verspricht in diesem Fall, und er verspricht ja das, was Schreck auch gerade gesagt hat, und das hat er für mich total gehalten. Ja, und deswegen war ich happy damit. Ich auch. Aber ich hätte mir halt über die Machart, die, wie gesagt, absolut respektabel und wirklich toll ist, ja, und auch einzigartig, ne? Sowas gibt's nicht, so einen Film gibt's nicht in der Form, in der Ausführung. Und das, wie gesagt, das ist alles ganz, 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 ganz toll. Aber wenn mich ein Film halt nicht mitnimmt emotional und kalt lässt, und dann kann man das auch, kann man sonst so meinetwegen x-fach geile Schnitte irgendwie ist doch alles legitim. Ist vollkommen okay. Ja. Ich, wie gesagt, ich möchte nur erklären, warum ich diesen Film halt. Nee, also wie gesagt, kann ich war auch am Anfang, wie gesagt, ich habe nichts von diesem Film erwartet. Ich dachte eigentlich eher, das geht in die Binsen. Er ist auch in meinen erweiterten Top 10 drin. Ja, komm, hast du eben reingeschrieben, habe ich gesehen. Oder so, kommen wir zum Punkt, zum Ende. Wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Oh, nee, und ich muss jetzt hier versuchen, nochmal irgendwie ein bisschen Überlänge einzufordern und anzufragen. Das siehst du. Ja? Oh, da sind wir schon wieder zurück. Oh Mann, ja, also wir sind hier so voll im Fluss und in der Laberei. Willkommen zurück zum Jahresspecial 2017 hier bei Kino Plus. Ich habe versucht, ein bisschen in die Überlänge zu gehen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ansonsten machen wir jetzt schnell weiter. Wir sind im August und Emoji der Film, Göttliche Ordnung, Das Gesetz der Familie, Die Reifeprüfung als Wiederaufführung und Planet der Affen Survival waren Anfang August. Habt ihr drin Planet der Affen Survival? Habe ich auch in meiner Top 10. Ich auch. Ich bin Affenfan, ich stehe auf die neuen Affenfilme. Ich mag die Affenfilme auch grundsätzlich, aber am Ende fand ich ihn nicht so gut wie die Teile davor. Kann ich verstehen. Er hat auch wieder starke Szenen, also echt spannende Szenen. Auch das, ich finde das toll, dass der so mit viel Ruhe arbeitet, ne? Gerade so, wenn da irgendwelche Soldaten durch den Wald gehen und echt das ein paar Minuten dauert und da sehen wir, ist das ein Affe und so. Das hätte man nicht in so einem Film erwartet. Aber er ist nicht in meine Top 10 gerutscht, deswegen. Also ist eher in der erweiterten Top 20 oder so. Ja, kann ich aber auch. Also ich finde. Ich finde es auch. Also ich kann verstehen, wenn man den nicht so gut findet wie die anderen beiden. Aber ich habe mir halt am Ende des Films gedacht, ey, jetzt bist du diesen ganzen Weg mit diesem Affen gegangen und. Ganze zwei Filme. Nee, drei. Ja, bis dahin ja zwei. Nee, naja, ich habe Ende des Drittens habe ich mir gedacht, jetzt bin ich den ganzen Weg mit diesem Affen gegangen. Ich habe diese drei Filme mitgemacht, mich hat dieser Affe berührt, beziehungsweise ich habe mich für ihn interessiert und vereinnahmt, und dementsprechend fand ich seinen Werdegang einfach, war ein tolles Drama. Und die Figuren, und es sind immer noch Affen, haben mich mitgenommen, aber total. Ja. Also ich fand auch Woody Harrelson als Besetzung, ich mag den ja, also der spielt diesen Wahnsinn ja auch. Aber das manchmal. Kann er ja auch. Trotzdem, aber ich meine, du musst es ja auch trotzdem können. Das egal, stimmt. Ob du es häufig machst oder nicht, du musst es trotzdem können. Und ich würde mir echt mal wünschen, wenn man irgendwann die Leistung eines Andy Serkis. Ey, das ist so an der Zeit. Wenn man irgendwann ihn dafür echt mal honoriert, weil er hat es verdient. Also das ist absolute Spitzenklasse, ne? Ja. Und auch die Tricktechnik muss man auch nochmal hervorheben. Da gibt es diese eine Szene, wo der Orang-Utan, wo der dem kleinen Mädchen die Puppe reicht. Ja. Und wirklich, ich saß da und habe mir gedacht, ist das jetzt eine Puppe? Wahnsinn, ne? Oder ist das wirklich so digital animiert? Also bei Affen sind sie richtig weit. Bei, sagen wir mal, normalen Personen. Dauert noch. Ja, aber zum Glück. Ich will auch gar nicht, dass sie reale Personen. Weißt du, was für mich das erste Mal wirklich überzeugend war? Wo? Bei Blade Runner. Ach so. Ne? Okay. Wir sagen jetzt nicht über wen. Ja. Kommen wir mal gleich auf. Okay, Gesundheit. Da habe ich echt gedacht, so, Moment. Soll ich noch mal ein bisschen hier in die Kissen klopfen wegen der Stauballergie? Machen wir kurz weiter. Also, wie gesagt, Planet der Affen habe ich in den Top 10 auf jeden Fall. Ja, an jetzt Flocati, der hier unten. Ich würde ganz gerne, weil ich glaube, es ist genau zu dem Zeitpunkt gewesen. Habt ihr Marjorie Prime gesehen? Nee. Ist auch, glaube ich, ist eine Amazon-Produktion, glaube ich. So ein bisschen wie eine etwas ausgeuferte Black Mirror-Folge. Geht so um Personen, die gestorben sind, und dann um so ein bisschen der Trauer,
den Trauernden zu helfen, wird dann quasi ein Hologramm davon gebaut. Und ist auch eigentlich ein Theaterstück, das merkt man auch irgendwann, weil es nur in einem Haus spielt. Aber das war echt. Wie heißt der? Marjorie Prime. Den hast du in deiner erweiterten Liste? Der ist in meiner erweiterten Liste, genau. Okay. Der kam ungefähr zu dem Zeitpunkt raus. Deswegen wollte ich das nochmal einwerfen. Das ist echt, echt ein ganz, ganz guter Film, finde ich. Ja. Ein nicht so cooler Film, beziehungsweise für mich eine, obwohl ich auch echt nicht so viel Hoffnung hatte, aber er hat diese Hoffnung, selbst die hat er noch irgendwie zerbröselt, durchgekaut, ausgespuckt und nochmal einen fetten Haufen draufgeschissen. Was kommt denn jetzt? Der dunkle Turm. Achso, den habe ich ihm noch nicht mal angeguckt. Doch. Den muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich nicht geguckt. Und zwar genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, weil ich habe, also die Bücher sind ja nun wirklich komplex und das ist... Hast du gelesen? Kennst du die Bücher? Ja. Okay. Und dieser Trailer, das war, keine Ahnung, ich habe den gesehen, ich habe gesagt, ich will den gar nicht sehen. Müssen wir auch nicht weiter drüber reden, ist ein Film, der verdient eigentlich keine weitere Beachtung. Okay. So, dann geht's weiter, Heartbeats, Der Wein oder Wind, Bigfoot Junior, Bully Parade, der Film, Table 19, Liebe ist Fehl am Platz. Kann man auch nochmal drüber, haben wir auch im Vorwege drüber gesprochen, Bully Parade, ne? Ist es 20 Jahre zu spät? Ne? Das war ein guter Erfolg. Ne? Und da war ein Erfolg. Ja, der knapp unter 2 Millionen Zuschauer, glaube ich, in Deutschland. Der war in Deutschland. Oder unter 2 Millionen. Das könntest du mal sagen, was also 2 Millionen ist richtig gut. 1 Million ist wirklich Für 1 Million gibt es einen Preis. So, okay. Und diese Mega-Kracher, zum Beispiel diese Otto-Filme, die hatten dann so 4, 5 Millionen, glaube ich. Sogar. Nein, oder Otto war der erfolgreichste Film, der hatte über 10. Über 10? Und Bully hat dann Bully der erste. Und Bully hatte 12. 7 oder so. Okay, das hilft mir nur mal so. Genau, Relation, und die Fuck You Goethe-Filme hatten alle, glaube ich, 6,5. 6, 7 bis 8. Honig im Kopf hatte 7,5. Ja. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, The Promise, die Erinnerung, das war dieser türkische Film, den fand ich mit über den Genozid, der Dings, den fand ich auch, ja, das auch gilt als Krisenflop. Okay. Annabelle. Welcher gilt als Krisenflop? The Promise. Okay. Das war dieser privat finanzierte Film über diesen Genozid der Türken an den Armeniern. Mit Christian Bale und Christian Bale auch dabei. Wie heißt er denn? Unser Star Wars. Oscar Isaac. Ja. Ja. Dann Annabelle 2, Atomic Blonde, Das ist unser Land, Happy Family, Tulpenfieber, Terminator 2, Tag der Abrechnung, wurde nochmal wieder aufgeführt. Atomic Blonde, einmal ganz kurz nochmal dazu vielleicht. War okay. Fand ich auch. Ist in meiner erweiterten Liste. Ja, gut, der ist in der Ferne liefen. Aber da auch wieder Charlie Theron, ne? Auch vielleicht einmal ganz kurz mal auf die Professionalität von Interviewsituationen einzugehen. Die Frau ist Gold. Ja, ist gut. Ja. Also sympathisch und kann man. Ich meine, das ist eine Erscheinung, ne? Also wir reden jetzt mal davon, die ist einfach mal. Ich habe das Gefühl, die ist 1,90 Meter. Ja, glaube ich auch. Ist auch ein Ex-Model, ne? Ja. Ja, aber die ist riesig einfach mal. Na egal. Also bei der Comic-Con, ne, also die hat da so ein Panel gehalten, muss ich auch nochmal wieder erwähnen, da hat sie so ein Panel gehalten und hat irgendwie richtig coole Sachen erzählt. Und dann war ja dann rechts von der ganzen Bühne war halt der Fotograben, wo wir auch drin standen. Das war die erste, die stehen geblieben ist, um halt den Leuten nochmal Fotos irgendwie zu geben. Profi. So. Profi. Ja, wirklich. Aber damit, ja, das ist ein Give and Take, sie versteht's halt. Ja. Wenn sie was gibt, kriegt ihr was. Was ich bei der nur so interessant finde, ist, die strahlt immer. Egal, ob sie eine Rolle hat. Und ich liebe immer noch Monster übrigens, einer meiner Lieblingsfilme. Und nicht nur, weil sie da so hässlich macht, sondern sowohl in Rollen als auch in Interviewsituationen, als auch, wenn man die, was weiß ich, auf der Straße irgendwelche Videos, die hat so eine Unnahbarkeit. Ja, ja, ne? Total. Du kommst nie an die ran. So, ich weiß nicht, ist sie so cool oder ist sie so kühl? Ich glaube, das ist ehrlich gesagt, hat auch was mit ihrer privaten Geschichte zu tun. Ja, das kann auch sein. Also ich glaube, ja, das wirklich ein krasse Jugend. Moment, echt? Das wusste ich nicht. Ja, da wurde auch die Mutter umgebracht. Irgendwie, die Mutter hat den Vater in Notwehr erschossen. Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Also da, und das hat sie, glaube ich, alles sogar mit angesehen. Also das verständlich, warum die Frau nicht alles an sich ranlässt. Ja, okay, klingt logisch. Ja, was haben wir denn noch? Jugend ohne Gott, Killer's Bodyguard, The Limehouse Golem, Magical Mystery. Magical Mystery möchte ich ganz kurz mal, weil Marc Hosemann und ich sind ja zusammen zur Schule gegangen. Ach, waren in einer Klasse. Und den Film habe ich gesehen im Schanzenkino, im Schanzenpark, Open Air, da hatten die die Premiere. Witzig. Und ich, also muss man dazu sagen, du siehst einen alten Kumpel, bist mit deinen Kumpels da. Also ich hatte großen Spaß. Also der Film hat ja jetzt keine größere Geschichte, aber das ist schon cool. Und ich mochte den auch. Wie heißt der? Magical Mystery. Ja. So ein Techno-Film aus Deutschland. Ja, aus, ja. Über die 90er. Von dem haben wir auch Limehouse Golem möchte ich kurz erwähnen, ist eine meiner Flop-Liste. Hatte ich
einiges erwartet, mag das Setting eigentlich und die Darsteller und Regie und alles. Aber wenn ein Film halt nach, ich glaube, es waren 8 oder 10 Minuten, im Grunde genommen ganz klar sagt, was der große Twist nach 2 Stunden sein wird und der es dann auch tatsächlich ist, dann ist es einfach ein bisschen enttäuschend. Also ja, ich fand das, ich habe echt nur gedacht, bitte mach das nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kommt der Twist. Leider habe ich den auch schon relativ früh kommen sehen, aber ich fand ihn halt schön gemacht und schön gespielt. Ja. Und Bill Nighy sehe ich immer gerne. Ja, wie gesagt. Dann geht's weiter. Ein Film, der es in meine erweiterte Liste geschafft hat, sogar relativ weit oben. Barry Seal, Only in America. Made in America. Ach, Tom Cruise? Tom Cruise als Pilot. Den fand ich ganz cool. Ja. Den habe ich auch nur deswegen hier nicht drin, weil ich mich an nichts ändern kann. Ich musste sogar nachgucken. Habe ich den gesehen? Oh, ich habe den gesehen. Und du hast ihm sogar 4 Sterne gegeben. Ja, aber wie kann das denn sein, dass ich mich an nichts erinnere an diesem Film? Ich weiß nicht mehr den Plot. Also ich weiß noch, was da das passiert, Alter. Aber... Ja, vielleicht. Ja. Nee. The Circle war ebenfalls da in dieser Woche. Dann gehen wir weiter, nichts Besonderes. Dann, in der nächsten Woche gab es Logan Lucky, Mother und Mr. Long. Und 2 davon haben es in meine erweiterte Liste geschafft. Nee, doch, ja. Logan Lucky und Mr. Long. Hab ich nochmal Mr. Long. Mr. Long ist ein asiatischer Film über einen Auftragskiller, dessen Auftrag schief geht und er dann in Japan in so einem abgefransten Viertel landet und dort von den Bewohnern eine Imbissbude bekommt, die er betreibt. Und das halt... den haben wir ja auch besprochen, ich erinnere mich, ja. Den fand ich richtig, richtig klasse. Und Logan Lucky hat mir Spaß gemacht. Ja. Es war so ein gute Laune-Film. Und Mother war nicht das, was man... Ich finde Mother interessant, ich finde Mother anders, aber er hat mir nicht ganz gereicht oder getaugt, um ihn jetzt irgendwie in die Top-Liste zu hieven. So. Wie gesagt, ich war mit euch im Kino und ihr könnt das bestätigen, ich habe sehr viel gelacht. Und das ist ehrlich, also ich fand ihn einfach nur saukomisch, den Film. Und allein dafür muss man auch ein bisschen Respekt zollen. Ja. Ich fand ihn inszenatorisch, fand ich den schon beeindruckend. Ja, natürlich. Ja, ich fand ihn vom Ton. Ist euch der Ton in diesem Film aufgefallen? Das ist ein wahnsinnig guter Tonmix gewesen. Weil jedes Mal, wenn sie in einen anderen Raum gegangen ist, also du bist wirklich immer absolut real. Hier ist eine Person, auf einmal wandert dann das, was sie sagt, nach hinten, dann wird sie ein bisschen dumpf. Dann merkst du so, okay, die ist im anderen Raum so 3 Meter weiter. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mich nicht wundern, wenn der für einen Ton eine Oscar-Nominierung bekommt. Ich habe mir neulich ein Making-of angeguckt, wie sie diese Szene da am Ende, gibt's auf YouTube, kann man sich angucken, cool, wie sie diese Szene am Ende dann, das Chaos da, dieses Chaos gedreht haben. Das ist schon Spaß krass gemacht. Also das, das Haus ist ja, haben sie ja wirklich gebaut, so wie es da auch ist. Also, und das war halt auch wie so ein One-Shot choreografiert fast. Ne? Yeah. Also, ja, geil, ja. Schon ist aber von den Zahlen her leider auch gefloppt, ne? Also ja, und hat einen richtigen, also nicht, ich möchte fast sagen, Shitstorm in Amerika ausgelöst. Sagen, die Leute hassen den. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja nur noch entweder oder. Der hat ihrer Karriere tatsächlich ein Stück weit sogar geschadet. Der Lawrence? Ja. Nein. Naja, also der kann die momentan Leute fanden kaum was richtig schauen. Scheiße. So. Ja, aber das gut, fällt doch nicht auf sie zurück. So ja, das stimmt. Aber sie war ja auch hat sie sich auch wieder getrennt von ihm, oder? Ja, sie ist wieder weil der Film scheiße. Solo. Genau. Und jetzt geht sie ja auf eine Ranch, ne? Will ja jetzt erstmal Ziegen melken und Auszeit echt? Nehmen und so. Ja, das ist die Lawrence. Ja. Ja. Aber kommt er eventuell zur Berlinale, ne? Ja, gut. So viel zur Auszeit. Dann geht's weiter. Book of Henry, Körper und Seele. Den hat uns hier der Regisseur von Fickefuchs ja so ans Herz gelegt. Kingsman, The Golden Circle, Schloss aus Glas. Der Kingsman, The Golden Circle, da möchte ich gerne mit Schröck einmal kurz was über unseren Freund Matthew Vaughn erzählen. Ja. Den magst du. Also Professionalität, ne? Also ich hatte jetzt zweimal. Oder hat dich schon wieder angerufen? Nein, zweimal. Also beim ersten Kingsman war das so, dass damals habe ich bei ProSieben mit seiner Frau, mit der Claudia Schiffer, eine Show gedreht. Und da sollten wir ein Interview machen. Wir waren im selben Gebäude, weil er jeden Tag da war, ne? Er hat dieses Interview 4-mal abgesagt. Das hast du erzählt letztes Mal. Ne? Ja. Jetzt. Mhm. Wollten wir ein Special ja drehen für unsere ZDF-Sendung mit Matthew Vaughn und Pipapo. Und wir waren echt ein bisschen unter Druck, weil wir brauchten die Zusage, damit wir sonst eine Alternative finden können als Drehort, wenn es eine Absage gibt. Haben wir denen eine Deadline gegeben bis Freitag. Am Dienstag sollte das Ganze in London stattfinden. Haben sie uns Freitag das Ganze zugesagt. Dann habe ich ihm eine SMS geschrieben und gesagt, freue mich drauf, ne, bring die ganzen Sachen mit. Am Montag. Dann hat er Montagmittag gesagt, nee, ich weiß davon nichts. Und hat es abgesagt. Und dann hat sich seine Assistentin bei mir gemeldet und meinte so, wieso, wir haben das Interview nie hundertprozentig zugesagt. Es gibt E-Mail-Verkehr, nur um das ganz kurz, es gibt ganz klaren E-Mail-Verkehr zwischen dem Filmverleiher aus Deutschland und seinem Büro, wo er selber drinsteht. Er hat das Hotelzimmer, in dem wir drehen sollten, abgenommen.
Er hat gesagt, was da rein soll. Also das ist schriftlich da drin. Er war CC, oder? Na, er hat, er hat selber drin geschrieben. Das ist schon ganz und hat dann am Ende geleugnet. Er hat gesagt, er müsste seine Kinder zur Schule bringen, deswegen könnte er an dem Tag. Nee, jetzt mal ganz kurz dazu, also, was Professionalität angeht. Ja. Und da möchte ich nochmal sagen, shame on you, ey. Ja, verständlich. Und also, da sage ich auch, das schicke ich noch Miss Cara Delevingne hinterher. So. Ah, ja, genau. Ja. So, dann geht's weiter. Ja, jetzt wird's im September, Ende September und Anfang Oktober. Ne? Cars 3, okay. Aber dann kam S. Ja, ist bei mir in der erweiterten Liste. Habe ich in der erweiterten Liste. Habe ich auf Platz 8. Ja, finde ich. Ja, du warst ja so begeistert. Ne? Ja. Ja, was heißt begeistert? Ich fand eigentlich, war ich gar nicht so begeistert, weil ich gar nicht so krass gegruselt war. Genau, das ist der Haken bei mir. Das ist eigentlich auch der Haken der Sache, aber ich muss sagen, ich habe im Kino, habe ich den 2 Stunden lang aufgesaugt, den Film. Ja. Und der hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe richtig Bock auf die Fortsetzung. Und ich hatte am Anfang echt das Gefühl, das wird nichts. Und da war ich dann doch eher positiv überrascht. Der hätte hier und da, wie gesagt, habe ich auch schon in unserer Sondersendung dazu gesagt, der hätte noch viel gruseliger sein können. Weniger ist manchmal mehr. Ja, ein bisschen weniger Jumpscares, ein bisschen mehr auf Atmosphäre setzen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat er es geschafft, den Stoff ins Jahr 2017, finde ich, sehr gut zu adaptieren. Ja. Und war für mich so ziemlich der beste Horrorfilm dieses Jahr. Und generell unter den King-Verfilmungen, ne? Also ja, da gab es ja so viel Murks auch schon. Ich finde, da hat S richtig viel richtig gemacht. Kleiner Fun-Fact, als ich das erste Mal hier war bei Kino Plus, hast du mir erzählt, dass die das remaken wollen, dass sie S remaken wollen, mit Cary Fukunaga zu dem Zeitpunkt. Ja, ne? Und das da Drehbuch, ja, habe ich gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich da halt diese Fernseh. Da gibt es ja das Cary Fukunaga, so gibt es ja das Drehbuch im Internet. Ja, ja, echt? Sein Entwurf, ja. Ah. So, es habe ich auf jeden Fall in der erweiterten Liste, fand ich auch wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen, hatte ich eine gute Zeit im Kino mit. Jetzt kommt, ja, ich sag's einfach mal so, mein Platz Nummer 1 für dieses Jahr. Oh. Blade Runner 2049, Anfang Oktober. Da gehe ich mit, auch mein Platz 1. Ist mein Platz 1, einfach weil es ein Film ist, der so viel anders ist als all das, was wir am Blockbuster in diesem Jahr bekommen haben, der eine Welt erzeugt mit einem Aufwand, der meisterartig ist, also kann man nichts anders sagen, der Soundtrack, die Darstellung von, weiß ich nicht, von Harrison Ford und von Ryan Gosling und auch von der auch da Arma Harrison Ford. Hat er wieder Bock gehabt in diesem Film. Ja, aber ey, du musst dir mal überlegen, wie viele super geile Figuren der in seiner Karriere gespielt hat. Und ich mag den einfach. Ich gucke mir den gerne an. Ja. Auch wieder ein Typ in den Interviews, der hat in der Pressekonferenz die ganze Zeit Ryan Gosling so Volley genommen. Ey, aber sensationell. Ne? Ein Joke, nachdem ich sage, ich finde den einfach geil. Auch, ja. Und ich, also ich sehe es wie Schröck. Also ich weiß nicht, ob er meine Nummer 1 ist, da bin ich immer so, ich habe mir jetzt einfach auf meine Nummer 1 gesetzt. Aber ich finde den auch top. Und Ryan Gosling, also ne, alle sagen ja immer, was für ein Wahnsinn Schauspieler. Macht also, immer das gleich. Ja, und da passt es einfach. Aber hier passt es halt einfach wunderbar. Faust aufs Auge. Das, was man ihm immer vorgeworfen hat, das ist ein bisschen roboterartig. Ja. passt natürlich. Ich muss sagen, also klar, das stimmt alles. Ne? Und gerade die Ausstattung, der Look und die Welt, das ist alles ganz, 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 ganz toll. Am Ende, warum er bei mir nicht, also er ist auch in meinen Top 10, aber eher ein bisschen weiter hinten. Ich weiß jetzt nicht, hier steht 9, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit hin. Mir hat die Story nicht so ganz gefallen, mir war es ein bisschen zu wenig. Die Story mir war auch Gosling auch ein bisschen egal. Und ich, so sehr ich diese ruhige Erzählweise zu schätzen wusste, es gab 2, 3 Momente, wo ich dachte, jetzt könnte es doch mal ein bisschen schneller weitergehen. Wo es wirklich doch zu lang gedauert hat. Deswegen ist er nicht ganz weit vorne. Aber toll, dass es so einen Film im Jahr 2017 gibt. Es ist toll, dass es so einen Film gibt. Ja. Das ist halt echt auch schon schade, wenn dass der halt auch zu den Flops des Jahres gezählt wird. Ja, also das ist echt eine Katastrophe. Ich meine, der hat halt viel gekostet, aber das sieht man diesen Film auch an. Ja, ja, aber, nee, aber die Frage ist ja immer, wer sagt, es ist ein Flop? Also sagt die Zahlen. Ja, aber was hat er eingespielt? Eine Viertelmillion? Eine Viertelmilliarde? Ja, aber er hat 150 gekostet, ohne Marketing. Ja. Das heißt, er ist immer noch im Minus. Also, und das Problem ist, Marketing kannst du immer noch mal 100% aufpacken. Wenn er 100 kostet, hast du mindestens 100 Marketing. Nein, nicht 100%. Naja, also lass es aber 60% oder 70% sein. So. Ja gut, er hat 150. Aber worüber reden wir denn jetzt? Wir sind doch keine Marketing-Menschen. Nee. Es kann doch scheißegal sein, ob ein Film viel Geld eingespielt hat. Wir haben nicht produziert, also kann es uns egal sein. Für mich auch absolut auf Platz 1.
Ich war hast so du auch schon einen Tag nach dem Film gesagt? Ja, aber das wusste ich in dem Moment, wo ich aus dem Kino gehe. Und allein daran erkenne ich es auch, weil keine Zweifel da waren. Sondern ich bin da rausgegangen und ich habe in mir geruht. Und ich fand sogar Jared Leto erträglich. War und ich fand, also gerade wenn ich mir so andere Science-Fiction-Filme angucke, die ich dieses Jahr gesehen habe, so wird es einfach gemacht. Und ja, aber ich finde, der Film war so gut, dass der Jared nicht negativ aufgefallen ist mit seinem Overacting. Nö, stattdessen hat er ja noch so einen wie Dave Bautista nochmal richtig hervor. Ja. Der war eine Riesenüberraschung. Wie gut dessen 5 Minuten in dem Film waren. Der hat sich damit, haben wir auch im Kino gleich, habe ich glaube ich während des Films noch gesagt, der empfiehlt sich gerade für ganz andere Filme noch mit dieser Rolle. Macht jetzt leider trotzdem wieder irgendwie eine B-Film-Karate-Geschichte so. Ne? Ja, das hat er vielleicht vorangenommen. Ah, wer weiß, ja. Ja, aber wie gesagt, Blade Runner, ich habe ihn jetzt so weit oben gepackt, aber ich war in diesem Jahr, in keinem Film, wo ich wirklich da dachte, wow, wie haben die das gemacht? Wow, sieht das geil aus. Sieht vor allem echt aus. Es sieht vor allem echt aus. Wow, fühlt sich das gut an. Wow, was ist das für ein Sound? Oh, Geschichte, ja, okay. Ist der größte Angriffspunkt bei Blade Runner 2049. Gehe ich vollkommen mit. Aber der hat so viele andere Sachen, die er so stark macht, dass ich darüber hinwegsehen kann. Und deswegen habe ich ihn ganz hochgepackt. Und deswegen gehen wir jetzt nach diesem Statement auch mal in die Jahrung und melden uns gleich zurück mit dem letzten Teil und hoffentlich dem Rest des Jahres. Tschö. So. Herzlich willkommen zurück zum Jahresrückblick und wir machen direkt weiter mit allem möglichen Kram, der jetzt noch für das. Haben wir eigentlich die schönen Das Biest vorhin? Hast du vorgelesen? Habe ich vorgelesen, ja. Hast du in der Top-Liste? Nö, aber fand ich nicht schlecht. Aber fand ich verzichtbar. Ja, okay. Ich habe übrigens mal die Liste der erfolgreichsten deutschen Filme gerade hier, falls es euch interessiert. Ja, komm. Also, ich weiß nicht, wie aktuell die ist jetzt so. Doch, sehr aktuell. Der Schuh des Manitou auf Platz 1 mit 11.700 Zuschauern. 11 Millionen, meinst du? 11 Millionen. Dann Traumschiff Surprise, 9 Millionen. Otto der Film, 8,7. Wow, und das war 10. 8,7 Millionen im Jahre 1985? Ja, ohne Ost-West, ne? Stimmt, ohne die ganzen östlichen Länder. Das ist schon. Nur also, in Westdeutschland. Im Grunde genommen hat. Also, wenn man es mal rückrechnet, ist Otto eigentlich Platz 1. Und dann. 8 Millionen nur im Westen. Was ich ganz interessant finde. Und 1985. Auf Platz 7 Schulmädchen. Achso. Auf Platz 7 Schulmädchen. Ein Report. Was Eltern nicht für möglich halten. Den habe ich nie gesehen. 7 Millionen. Krass. Aber der lief wahrscheinlich auch so in so Schmuddelkinos jahrelang, weißt du? Ja. Gut. Ich möchte einbringen, weil ich glaube, das war zu der Zeit ein Film, der in meinen Top 10 ist, ganz kurz gesagt. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Angelina Jolie's, zu meiner Überraschung, Film First They Killed My Father, über die Roten Khmer Geschichte erzählt, konsequent aus Perspektive eines anfangs 5-jährigen Mädchens, als die Roten Khmer quasi die Kambodscha einnehmen. Echt spannend, hart und nimmt einen wirklich gut mit. Und gerade diese Perspektive, der ganze Film ist nur aus Perspektive des Kindes gedreht. Nur aus 1,10 Meter. Ja. Und das macht so viel aus. Das habe ich vorher noch nie in einem anderen Film gesehen. Das habe ich auch noch nie. Und vor allem manchmal. Ich auch schon seit ewig auf der Liste, seitdem ihr das gesagt habt. Und vor allem auch am Anfang dachte ich, oh, das ist ja ganz schön kitschig. Und dann habe ich geschnallt, nee, Moment, das ist die Welt, so wie die 5-Jährige die Welt wahrnimmt. Die Brüder sind alle nett und lieb und die Eltern sind oh, alle so kuschelig miteinander. Und ich sage, ach so, okay. Und das ist einfach mal ein Ansatz, der echt toll ist und der wirklich sehr gut funktioniert. Also ist definitiv in meinem Gibt's auf Netflix, ne? Gibt's auf Netflix, ja. Immer noch, ja. Ach so, ist ja eine Netflix-Produktion, ja, stimmt. Also kann man sich echt mal angucken. Hat auch seine Macken, aber da überwiegt auf jeden Fall. Cooler Tipp. Ja. So, machen wir weiter. American Assassin, Darkland, Happy End, Pre-Crime, Schumanns Bargespräche. Ja, dann kommt Mitte Oktober kommt ein Film, den habe ich in meine Top-10-Liste gepackt. The Wailing, die Besessenen. Goksung, ein koreanischer Horrorfilm. Ja. Den fand ich richtig stark, weil er halt wirklich tausend verschiedene Genres. Ist das der mit dem Cop? Genau, der mit dem Cop. Okay, kommt doch mal drauf. Fand ich richtig, richtig gut und der ist auf jeden Fall in meiner Top 10. Vorwärts immer, What Happened to Monday, Borg McEnroe, Clash, es Moment, war Jan und ist Borg McEnroe nicht gut? Borg McEnroe ist cool. Habe ich nämlich echt total Bock drauf. Den fand ich richtig gut. Vor allen Dingen mit Shia LaBeouf. Richtig wieder gut. Richtig gut.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass der nochmal die Kurve dann kriegt. Aber Geostorm, der Schneemann. So, ich würde gerne eine Lanze brechen für Geostorm. Nee, also, weil... Du würdest die Lanze gerne brechen, durchbrechen und erbrechen. Ey, ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ich erwarten würde. Ich weiß auch nicht, warum ich den angemacht habe, aber ich hatte so viel Spaß bei so viel Quatsch, was da alles passiert. Und vor allem, man kann du auch nicht. Du bist vielleicht so wie die Schlafwander, die an den Kühlschrank gehen und was zu essen aus dem Schuh am DVD-Player und haust ja irgendwelche. Ja, du liebst ja Autopilot. Perverse. Irgendwie hast du ja eh so, du magst ja diese Disaster-Movies irgendwie. Das stimmt, aber sie müssen, das ist der Punkt. Eigentlich müssen sie gut aussehen. Deswegen gucke ich mir 2012 auch immer mal wieder an. Also nicht das Ende, aber die ersten anderthalb Stunden gucke ich mir ganz gerne an. Für die Effekte. So. Dieser Film, aber der ist schon so schön die Effekte von diesem Film sind einfach eine totale Katastrophe. Es gibt da eine, zum Beispiel eine Szene in Indien, da kommen irgendwelche Tornados an. Und die Tornados, jetzt, das ist jetzt kein Spruch, ja. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Sehen aus wie aus der McFlurry-Werbung. Oh mein Gott, das so ist ein McFlurry. Oder so lecker, genau. Also, und was da alles passiert, ich weiß nicht. Ich hatte so viel Spaß, weil er so schlecht war. Okay. Deswegen hat er bei mir, ich glaube, ich habe ihm 3 Punkte gegeben. bei Letterbox. Ja, da kam noch The Square. Der den finde ich. Den habe ich bei mir in der erweiterte Top Ten. Ruben Östlund. Ne? Und das Witzige, kann ich kurz eine Geschichte erzählen. Ich musste letztens so eine Fotogeschichte machen. Und dann sagt die Fotografin, ja, mein Freund kommt gleich vorbei. Oha, und dann ist er das? Ruben Östlund. Dann habe ich mich mit dem mal schön unterhalten. Hattet ihr vorher schon mal ein Interview? Nee. Aber das ist super, dass du ihn so kennengelernt hast. Ja, das war total witzig. Und ich habe ihm auch nochmal gesagt, dass ich das echt spannend fand, was er da gemacht hat. Was hat er vorher noch gemacht? Force Majeure. Ach ja, alles klar. Der war auch cool. Ja, ich habe den immer noch nicht gesehen. Ich bin da richtig gespannt auf den. In den Top 15. Ja, bei mir ist Square auch in der erweiterten Top-Liste auf jeden Fall. So, machen wir schnell weiter. Ja, dann kam Fuck You Goethe 3. Mitgrößter Hit hier in Deutschland auf jeden Fall. Ja, ist nicht unsere Welt, glaube ich. Ne? Aber wenn er so gut funktioniert, sei es gesund. Was für eine Bildkampagne zum Thema Mobbing, ne? Ja? Ja, die haben das. Obwohl ich gerade diesen Mobbing-Part im Film, den fand ich wieder am besten. Ja, aber da haben die eine 3 Wochen lang tägliche Story zu gemacht. Kannst mal sehen. Aber ich habe jetzt auch wieder Sachen über Elias und Barek gehört, da muss ich auch sagen, ja. Ja? Das ist jetzt, kann er den nachher sicher. Okay. Ja, Jigsaw kam dann noch, hat auch keine Notiz genommen. Mhm. Modi, ja, dann kam Tor 3 oder Tag der Entscheidung. Tor den 3? Haben wir jetzt zusammen geguckt und du hast dich geärgert und ich fand den ehrlich gesagt sehr lustig. Ist halt ein totaler Stilbruch mit dem Tor, den wir da vorgekannt haben. Ja, ist für mich auch so, ich fand den auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Ich bin ja nicht in dem Marvel-Universum so investiert, deshalb hat es mich jetzt nicht gestört, dass der mit irgendwelchen Herangehensweisen bricht, aber ist ähnlich wie ich es auch schon bei Guardians of the Galaxy gesagt habe. Ich gehe da rein, ich habe 2 Stunden eine gute Zeit, aber das ist keiner, der bei mir im DVD-Regal landet, dass ich irgendwann mal meinen Sohn vererbe und sage: Mein Sohn, komm mal ran jetzt. Hier ist Tor. Tor Ragnarok. Den gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, sondern den, da sage ich hier: Wenn du mal irgendwann betrunken bist mit einem Kumpel, kannst du den reinziehen. Aber du trinkst nie. Aber wehe, du trinkst. Genau. Aber du darfst ihn dir. Ja, wie gesagt, der ist ja unterhaltsam und lustig und witzig so, aber. Ja, ich glaube, Schreck hatte das Problem, hat ihn nicht verstanden. Ja, das ist, glaube ich, das ist auch sehr schlecht. Kompliziertes Story. Ich verstehe das mit dem Wolf nicht, ey. Was hat der da zu suchen? Und warum hat sich der Hulk nochmal verwandelt? Und wer war nochmal der große Gegenspieler? So, machen wir weiter an der Liste jetzt. Ja. Good Time habe ich noch in meiner Top. Oh, den habe ich auch. Ich habe in meiner weiteren Liste. Hä? Good Time? Was ist das noch? Mit Robert Pattinson als Bankräuber. Ah, stimmt, mit seinem Bruder. Der war als gut. Was? Stimmt. Als was? Bankräuber. Ja. Dann mit seinem Lady Macbeth, Patty Cakes. Patty Cakes. Ja, okay, zu Good Time, kurz noch was sagen. Good Time. Ist auf Platz 6. Ist bei dir auf Platz 6? Auf Platz 6. Ja, okay, schön. Dann muss Patty Cakes ist nicht gut. Ja, wir haben ja auch hier im Rahmen der Sendung schon drüber geredet, aber ein Film, der sehr gut das umsetzt. So ein bisschen hat er mich auch an Victoria erinnert, nur dass es nicht ein nerviger One-Cut ist, sondern der schafft es einfach, diese Verfolgung, diese Verfolgungswahn. Das ist halt ein Typ von, wie heißt der Hauptdarsteller? Robert Pattinson und sein debiler Bruder, die einen Banküberfall machen. Nicht Pettig, sondern Petting. Und Pattinson. Dann wird sein Bruder wird gefangen genommen von der Polizei und er muss quasi das Kautionsgeld, er fühlt sich schuldig und muss das Kautionsgeld innerhalb von einer Nacht auftreiben und verstrickt sich immer in
beschissenere Situation, während er gleichzeitig von der Polizei gejagt wird. Und der Film hat eine unheimlich intensive Stimmung und dieser Verfolgungswahn kommt sehr gut rüber. Robert Pattinson ist super. Paddington ist super. Und, Robert Pattinson. Ist auf jeden Fall ein Film nach meinem Geschmack und deshalb auch Platz 6. Ich glaube, es bringt jetzt nicht mehr viel, alles hier nochmal durchzugehen. Habt ihr noch Sachen, die in euren Top 10 Sachen offen sind? Also ich hätte zum Beispiel, Oktober kam raus, Raw. Ich hab Detroit noch. Detroit hast du? Ja. Okay. Der kam im November, am 23. Genau. Und ich hab auch Raw, aber zusammen mit Killing Ground auf Platz 10. Wenn's, Raw? Den Franzosen. Französischen, ich bin kein Vegetarier. Vegetarier will Fleisch, Menschenfleisch essen. Okay. Ja. Also den und Killing Ground, so habe ich beide auf Platz 10 für so zwei krasse, Direct-to-DVD, aber krasse Horror oder im weitesten Sinne Horror, Terror, Thriller, wie auch immer. Und dann habe ich noch zwei Filme, die ich auf jeden Fall noch nennen muss, ist auf Platz 4 nämlich The Big Sick. Der wäre jetzt als nächstes gekommen. Also den hätte ich jetzt mit. Was ist das? The Big Sick hier mit Kumail Nanjiani aus Silicon Valley, der Typ. Ja. Dieser ist das sein Film, den er selbst geschrieben hat? Ja. Den hat er selber geschrieben. Warum der auch auf seiner Geschichte basiert. Mhm. Er lernt eine Frau kennen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber dann merken sie, okay, er hat ein bisschen Probleme aufgrund seiner Kultur und will sie halt nicht wirklich anerkennen, aber sie wird dann halt krank und er, ja, obwohl sie eigentlich getrennt sind, kümmert sich halt sehr auf uns voll. Ganz, ganz toll. Also für mich wirklich die absoluter Feel-Good-Film, aber auch traurig und lustig und ohne zu kitschig zu sein und genau mein Ding. Und einen deutschen Film muss ich nennen. Der in der gleichen Woche wie The Big Sick kam. Genau, der die gleiche Woche und nicht hätte anders sein können. Fickefuchs. Habe ich bei mir in die Liste genommen. Einfach aus dem Grund. Ich weiß, das ist ein total polarisierender Film. Ich will es fast nicht nochmal aufmachen. Wir haben hier ausführlich drüber gesprochen mit dem Regisseur. Aber ich habe ihn mit dem Daniel zusammen gesehen. Und wir haben so kaputt gelacht. Ich habe wirklich lange nicht mehr bei einem Film so gelacht. Eigentlich müsste man sich dafür schämen, weil der teilweise wirklich so vulgär und wie sagt man, einfach so plump, obszön ist. Aber er hat irgendwas getriggert bei mir. Und er war auch witzig. Er war wirklich einfach witzig und ein deutscher Film mit so einem schwarzen Humor, der sich wirklich mal was traut. Und es ist klar, dass es einen Shitstorm gibt und dass der vielleicht auch so einkalkuliert. Ja, natürlich, dass man dem viel vorwerfen kann. Aber für mich hat er funktioniert und er. Wie hieß der Regisseur? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Jan-Henrik Stahlberg. Daniel Schröger. Der dann auch hier war. Bam, und raus damit. Nach dem Gespräch mit ihm über den Film fand ich den Film noch besser, weil er hat auch noch mal mehr Licht ins Ganze gebracht. Junger warum Typ? Er was? Nee, älterer Typ. Älterer Typ. Okay. Der hat still. Warum er? Der spielt ja auch die Hauptrolle in dem Film. Ach, und ja. So. Und cool. Nach dem Gespräch, muss ich sagen, hat er mir noch besser gefallen, der Film. Und. Ja, Fickefuchs hatte ich auch auf der erweiterten Liste, aber der ist dann wieder rausgeflogen, weil da noch so viele andere waren. Aber der Fickefuchs auf jeden Fall. Ah, dann kommt der auch auf die Liste. Ja. Ich weiß nicht, ansonsten hier, ich glaube, Bad Moms 2, Mord im Orient Express, Simple, Suburbicon. Simple hattest du ja überlegt, ne? Aber ich mach nicht Frederik Lau einfach. Und ich möchte noch reinwerfen, nachdem Andreas oder Andi im November noch Detroit. Hast du in deiner Top Ten-Liste? Ja, ist in meiner Top Ten-Liste. Sind wir jetzt am Ende des Jahres? Fast, ja. Achso. Also ist in meiner Top Ten-Liste, weil, hatten wir auch drüber gesprochen, braucht sehr lange Zeit, um in Fahrt zu kommen. Aber was dann kommt, ist halt tot. Von der Machart her wirklich also großartig, weil er einfach so hart und so fast schon unerträglich wird. Und das muss man erstmal schaffen. Und, und ich bin Fan von Catherine Bigelow schon seit Ewigkeiten. Schon seit den 90ern. Und, toll, was die für Filme. Deswegen, ist der auch in meinen Top Ten. Ist, glaube ich, auf Platz. Vor allem wie unterschiedlich, ne? Muss ja auch mal, egal. Ja, aber der Stil ist trotzdem erkennbar bei ihr, finde ich. In der gleichen Woche kam dann, also Raw habe ich auch bei mir in die Top Ten-Liste aufgenommen. Den habe ich zwar im Kino gesehen, aber der kam hierzulande nur auf DVD raus. Aber den fand ich halt einfach klasse. Und einen Film, den ich halt erstaunlicherweise ebenfalls nochmal klasse fand: Paddington 2. Den habe ich ziemlich weit oben in meine Paddington 2. Paddington 2. Robert Paddington 2. Robert Paddington. Hast du vorgeschwärmt, finde ich cool. Ja, ich meine, ich will auch nicht nochmal schwärmen. Ich habe in der Folge mit Dominic Porschen und auch in der letzten Ausgabe habe ich, glaube ich, echt, oder vorletzten Ausgabe habe ich darüber richtig geschwärmt. Hat es einfach geschafft, nochmal in meine Topliste zu kommen. Finde ich klasse Film. Klasse Film. Ja, was war da noch? Coco. Pixar. Noch nicht gesehen. Flatliners. Coco kriegt ja überragende Werte. 8,9 bei IMDb. Vor allem räumt der halt auch gerade Boxoffice-mäßig. Der ist momentan der bestbewertetste Pixar. What? Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ist weil er denn so schlau wie die... Also nee, so schlau ist er nicht. Okay. Aber er geht mit dem einen Thema, das er sich halt ausgesucht hat, so cool, natürlich und das Thema ist unängstigend. Die Welt der Toten oder genau. Nee, die Afterlife. Der Tod an sich. Genau. Der Tod an sich. Okay. Ja, und das Thema. Aber das ist schon echt spannend, wenn du dir mal überlegst, dass die sowas tackeln. Ne? Ja. Ja, ich meine, Depressionen haben sie auch getackelt. Ne? So. Ja, und hervorragend. Ich würde noch gerne Ghost Story reinschmeißen als Empfehlung. Also nicht Top 10, aber als Empfehlung. Dass man den zumindest sich mal testweise angeguckt haben sollte. Und The Party. The Party, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schöner kleiner Film. Ja. The Party? Den wir zusammen gesehen haben. Nee, da war er, glaube ich, nicht mit dabei. Da geht es um so einen Geburtstag von... Ihr trefft euch ohne mich? Ja, da konntest du nicht. Ja. Genau, das ist das mit den Ehepartnern, die alle auf eine Party kommen und dann entschlüsseln sich nach und nach gewisse Geschichten, die in der Vorwelt passiert sind. Ist so wie Gottes Gemetzel ein bisschen Genau. in Schwarz-Weiß und mit tollen Darstellern. Und macht echt Spaß, den zuzugucken beim Schauspiel. Also, machen wir mal bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres, was haben wir denn noch? Die vierhändige Girlstrip, Happiness Madame. Warte mal, ohne Daddy's Home 2, Ghost Story, Zwischen zwei Leben. Ferdinand geht stierisch ab. Ist in dieser Woche oder startet gerade heute, nee, also zu dem Zeitpunkt, an dem wir hier aufzeichnen. Ferdinand geht tierisch ab. Stierisch. Ja, Steven, was kannst du denn dazu sagen? Hast du ihn schon gesehen? Ich durfte ja den hier Tierfänger sprechen. Und zwar nicht den Tierfänger. Den Ferdinand, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Nee, aber ich muss sagen, das Buch, das Kinderbuch, liebe ich. Das finde ich so großartig. Ferdinand geht steil. Nee, Ferdinand der Stier heißt das. Das ist sensationell. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Ich würde gerne noch in die Runde werfen Aus dem Nichts von Fatih Akin. Oh, hast du den in der Top 10? Ich habe den in der erweiterten Liste, weil ich finde es schon beeindruckend, was Fatih gemacht hat. Ich finde besonders, Diane Krüger hätte ich nicht in meinem Leben erwartet, dass die das so macht, wie sie das macht. Schröck und ich hatten darüber schon mal gesprochen. Ich weiß, wo da die Defizite vielleicht liegen. Aber eine der beeindruckendsten Filmszenen für mich dieses Jahr stammt aus dem Nichts. Und zwar die Gerichtsszene, in der ganz nüchtern erzählt wird, was passiert ist bei diesem Bombenattentat. Und du siehst bei Diane Krüger, wie emotional, also sie... Darf ich das sagen? Oder ist das ein Spoiler? Nee, sag mal besser nicht. Also ihr passiert ein tragisches Schicksal, was jeder nachvollziehen kann, was sich emotional kaputt macht. Mhm. Und das wird mit diesem Juristendeutsch in einer in einem kühlen Pragmatismus vorgetragen. Und das clasht. Und obwohl dann, wir das schon vorher gesehen haben aus ihrer Perspektive. Genau. Okay. Und du hörst es, du siehst diesen Gerichtssaal, ne, in dem das verhandelt wird. Und das hat mich echt beeindruckt. Das fand ich, also gab es bestimmt schon häufig, aber das in der Klarheit und in dieser Böswilligkeit. Klingt geil. Wahnsinn. Nein, das war eine gute Szene. Leider wird sie halt danach irgendwie. Kommt der? Die ist ja der ist schon gelaufen. Der ist schon gelaufen. Der ist doch jetzt für die Golden Globes, für den Auslands-Golden Globe nominiert. So, sehr gut. Ja, Star Wars. Hat jemand Star Wars in seiner erweiterten Liste? In der erweiterten Liste natürlich. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Du hast ihn nicht gesehen, ja. Ich habe ihn. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz klar, wir werden später. Wir haben ja in der letzten Sendung. Genau, letzte Sendung haben wir darüber gesprochen und wir haben uns in der letzten Sendung ausführlich dazu geäußert. Ich habe ihn mit in die erweiterte Liste genommen, weil es halt immer noch ein Star Wars-Film ist. Ja. Und ein Film, der ist in meiner Top 10-Liste noch gelandet. Der startet heute, an dem Tag, an dem diese Sendung ausgestrahlt wird. Und der hat es auch noch verdient, meiner Ansicht nach. Es ist der neue Film von Yorgos Lanthimos, wie er heißt, der Dogtooth und The Lobster gedreht hat. Er heißt The Killing of a Sacred Deer und ist ein fucking guter Film. So! Ja, aber da würde ich mal dazu sagen, dass das vielleicht nicht jeder so sieht. Nee, das weiß ich. Aber also, ist mir auch egal. Das ist auch genauso wie schon The Lobster und Dogtooth auf jeden Fall ein Film. Sperrige Filme sind. Ja, das ist schon auch nicht leichte Kost. Ich habe den nämlich jetzt auch geguckt und der ist auf jeden Fall. Da wird es auch Leute, gar nicht mal, weil der so sperrig ist oder so, sondern auch, weil... Weil er so aufregt. Ja, aber auch, weil der viel offen lässt einfach. Ja. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Also Leute, die dann irgendwie so ein rundes Ding mit einem Twist, wo dann am Ende alles aufgeklärt wird, und das gibt's einfach immer wieder Leute, die dann enttäuscht sind, wenn sie das nicht kriegen. Ja. Und das möchte ich einfach nur vorschieben, weil ich habe mir dann nach dem Film, weil ich auch erstmal so ein bisschen ratlos war, habe ich mir ganz viel auf IMDb so Reviews durchgelesen. Und es gibt ganz viele 10 von 10
und 1 von 1 Wertung. Sie sagen aber so, das ist geil, wenn du das schaffst mit dem Film. Worst so movie ever, it's not even a movie, bla bla bla. Und dann, also, aber ich muss auch sagen, ich fand ja auch schon Dogtooth Hammer. Lobster habe ich ja leider immer noch nicht gesehen. Aber der Typ hat seine komplett, einer der wenigen Regisseure wieder mal, wo man sagt, der hat seine eigene Sprache, seinen eigenen Humor, seine eigene Vision. Und ich fand den schon. Und das Geile ist, er geht. Also, ich würde den eigentlich auch in meine Top 10. Komm, ich schmeiße noch in die Top 10 rein. Ich schmeiße irgendwas anderes raus. Und das Geile ist, er geht ja hin, oder beziehungsweise er hat im Interview gesagt, er kann gar keine Genre. Er weiß gar nicht, was Genre ist. Nee, er macht wahrscheinlich nur das. Er macht einfach nur das, was er kann oder was er, worauf er Bock hat. Und das ganz kurz, was Steven eben gesagt hat über den Fatih Akin-Film. Diese kalte Sprache von dem Gericht oder so, das hast du halt hier. Der spielt ja, Colin Farrell spielt ja einen Chirurg und Nicole Kidman auch eine Ärztin. Und du merkst, dieser Chirurg, der redet wie ein Chirurg operiert, so ganz präzise. Die, nicht, fast wie ein Roboter. Die Gespräche, wenn die an Familie am Esstisch sitzt und so, die sind so awkward. Man kann es gar nicht erklären, wie, aber so gut auch gemacht, so mit einer Präzision. Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Wie geht, ich kann es gar nicht nachmachen, ja, aber es ist so. Also völlig unterkühlt. Unterkühlt, und es gibt so ein paar Szenen, wo du wirklich. Wo, fast alle Charaktere in diesem Film so hassenswert sind. Du weißt gar nicht mehr, für wen du, und trotzdem interessiert dich das Schicksal. Also es ist ganz, ganz gut. Also du möchtest eigentlich mindestens 3 Personen von dieser Familie möchtest du volle Kanne aufs Maul hauen. Ja. Am allerschlimmsten noch Colin Farrell. Ich habe den Film 2-mal gesehen. Beim ersten Mal habe ich mir auch gedacht, oh, was ist das jetzt? Wie ordne ich das ein? Wie verarbeite ich das jetzt so? Und war nicht so ganz sicher und habe auch eine Sache nicht so ganz verstanden. Ich habe den dann jetzt noch mal gesehen und beim zweiten Mal, wo ich jetzt alles irgendwie mitgekriegt habe, und dann auch mich auf gewisse andere Sachen dann konzentrieren konnte, weil ich saß beim ersten Mal da, was habe ich jetzt nicht mitgekriegt? Warum machen die das nicht so und so? Ja, wo ist hier der Haken? Wo ist mein Denkfehler so? Ja, und dann war ich ein bisschen abgelenkt von all dem anderen unterkühlten Emotionen, die da präsentiert werden. Und jetzt beim zweiten Mal wirklich, ich wollte Colin Farrell töten. Ich wollte ihn einfach nur töten. Und das spricht für diesen Film. Und spricht für ihn. Und das spricht für Colin Farrell und für diesen Film. Und deswegen ist er bei mir in der Top-Liste drin. Top-Film zum Ende des Jahres. Ja, Top-Film zum Ende des Jahres. Aber warum ist der denn heute? Ey, warum? Ich meine, den guckt kaum einer an wahrscheinlich. Wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Okay. Das war's. Steven. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke euch. Wie immer. Vielen Dank. Großartig. Ja, ich habe so viele Filme noch auf meine Liste gekriegt. Bei den Oscars wieder. Also wir dich. Ne? Ja, aber dann machen wir irgendwas Schönes. Ja. Bist du da bei den Oscars? Ja. Ah ja, cool. On the carpet. Sehr schön. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für ein schönes Jahr, für alle Beteiligungen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr rutscht jetzt gut rein. Und ja, wir haben jetzt 2 Wochen Pause, so wie es aussieht. Dementsprechend müsst ihr euch gedulden. Am 18.01. melden wir uns zurück, aber dann wahrscheinlich mit dem richtigen Knaller. Alles klar, in diesem Sinne, frohes neues Jahr. Tschüss. Frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Guten Rutsch.